Hört ihr das im Hintergrund? Wo sind die Profis? Ja, natürlich, das ist der Destiny-Soundtrack, der hier schon die ganze Zeit mich in Stimmung bringt. Denn es ist soweit, heute ist wieder Zeit für Destiny 2. Und zwar spielen wir nochmal das gratis Inhaltsupdate ins Licht. Oder im Englischen auch Into the Light. Ihr wisst ja alle, am 4. Juni kommt der neue und wahrscheinlich letzte DLC für Destiny 2 raus, die finale Form. Und um uns da schon mal ein bisschen in Stimmung zu springen, spielen wir heute nochmal ins Licht. Und zwar etwas, das wir noch nicht gespielt haben. Und das nennt sich Pantheon. Das ist ein, ich habe gehört, ein Raid Gauntlet. Ich weiß aber nicht genau, was ein Raid Gauntlet ist. Deshalb sage ich einfach nur Raid. Ein Raid, der, glaube ich, in 4 Schwierigkeitsstufen erschienen ist oder erscheinen wird. Oder es gibt auf jeden Fall 4 verschiedene Stufen. Wir lassen es uns alles gleich von Satrix erklären. Auf jeden Fall muss es wohl mit das Härteste sein, was das Spiel halt so zu bieten hat. Halt, ein Raid ist, man hat nur einmal die Chance, man muss die Bossmechanik kennen. Es gibt ganz besondere Bosse, da muss alles funktionieren. Aber wenn man es schafft, dann bekommt man wohl unfassbaren Loot. So die Behauptung. Wir werden das heute auf die Praxis überprüfen. Es wird nicht ganz einfach, denn mein Team ist sehr, sehr schlecht. Aber zum Glück haben sie mich und Satrix. Insofern mache ich mir nicht so viel Sorgen, dass wir es doch noch irgendwie schaffen. Es wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Am 4. Juni kommt Destiny 2 raus, also der DLC raus, die finale Form. Und bis zum 3. Juni, das ist ja nur noch theoretisch bis morgen. Also bis zum 3. Juni könnt ihr noch die finale Form noch ins Licht spielen. Das Update für alle verfügbar beinhaltet brandneue Wellenverteidigungsaktivität, Ansturm, ikonische Waffen, Fanfavoriten als Standard- oder Limited Edition Varianten. Den neuen Treffpunkt Halle der Champions, das haben wir das letzte Mal gemacht. Überarbeitete exotische Mission, das Wispern und Stunde Null. Neue Schlachten mit Raid-Bossen unter dem Titel Pantheon, das sehen wir heute. So, und jetzt schalte ich mich rein in die Gang. Da sind nämlich heute, haben wir eine schlagkräftige Truppe mit Schrotti, Satrix, Phil, Krogi und Haselnuss. Und da gehe ich jetzt einfach mal rein. Warte mal. Hallo, hallo. Hallo! Ready! Hello. Hey, hallo. Gang, was geht ab? Hallo! Guten Abend! Hallo Shorty, hallo Satrix, hallo Phil, hallo Krogi, hallo Hasel. Hallo. 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 So, ihr seid schon zu hören bei mir im Stream übrigens, ich sag's nur. Ja, hier auch bei mir. Bevor ihr wieder eure dreckigen Scherze macht. Das macht ja nur Krogi. Hallo. Hätte ich schon, das ist nicht das Problem. Deswegen. So Leute, ich bin heiß, ich sag's euch wie es ist, ich bin richtig heiß auf dieses Pantheon-Loot. Ja. Den Loot. Ja, wie? Dafür machen wir das doch heute, oder nicht? Yes. Doch, doch. Ich kann, glaube ich, auch euren Loot jede Runde gleich ausprobieren. Weil es immer besser. Siehst du? Gleich ab hier. Also seid ihr schon alle im Game drinne? Muss ich noch? Ja, ich bin schon im Game. Okay. Ich bin beide schon im Game, ja. So, ich mache hier den Greenscreen hoch und dann. Phil, wie lief das nochmal mit dem Join? Braucht ich was von dir? Brauchst du was von mir? Ich weiß es nicht. Bei Kroppen, bei dir kannst du einfach dein Steuerkreuz nach rechts drücken. Dann öffnet sich der Chat. Dann drückst du Dreieck. Und dann musst du diesen Join-Code, den ich nochmal in dem Chat gepostet habe. Ah ja. Kannst du den einfach so reinschreiben und dann kannst du beitreten. Alles klar. Haselnuss und Andy, Trix hat euch, ihr habt euch ja gegenseitig gettet, da müsst ihr Trix dann gleich sehen und dann könnt ihr über Trix beitreten. Mhm. Ich sehe Trix, beide gleich. Genau. Aber wie, da ja, hier, genau. Einsatz, Einladung, was muss ich drücken? Bei Sporty müssen wir du gehst gleich auf dein Menü, lass mich kurz rein. Du müsstest, glaube ich, M drücken, dann müsstest du rechts rüber gehen auf deine Freundesliste. Und dann müsstest du es da finden. Oder du gehst auf meinen Namen, wo du ihn gerade gesehen hast, und drückst auf Beitreten. Genau. Warte, ich sehe jetzt Trix. Ah, ja. Okay. Bin ich du kannst dann auf seinen Namen draufdrücken, genau. Auf seinen Namen da draufdrücken. Genau. Eder hat es geschafft, let's go. Okay, wir können. Ich bin ready, wir können gehen. Hä, wer hat denn da das geile rosa Raumschiff mit dem Herzchen? Das bin ich, hi.
Hi. Perfekt. Wieso hast du so ein geiles Raumschiff? Ich will auch sowas. Das habe ich damals fürs Spendensammeln bekommen für die Bungie Foundation. Ach, cool. Wie, die haben dir extra ein eigenes, uniques Raumschiff geschenkt? Das hat jeder bekommen, der, glaube ich, damals $777 gesammelt hat. Bitte. Ja. Okay. 18,45 hast du, das ist ja krass. Phil? Ja, wir spielen ja fast daily. Ja. Welche Taste musste ich nochmal drücken, um beitreten bei dir zu machen? Wieso haben denn Hasel und Krogi eine bessere... Trick, so weißt du es doch. Wir was denn? In den Chat am PC. Auf einmal Enter drücken. Oh, Enter, okay. Ja, und dann reinschreiben. Und genau. Dann einmal Slash. Hast du das Game auf Deutsch? Ja. Dann schreibst du einfach Slash beitreten. Okay, ja, habe ich schon. Hast du geschafft. Ja, genau. Wieso? Kurze Frage. Ich will jetzt hier keinen Konkurrenzkampf oder so, aber warum habe ich am wenigsten Lichtkraft? Weil du am wenigsten gespielt hast vielleicht? Das mag ich zu bezweifeln. Ich bin ja sogar im Level höher als ihr, oder? 6? Das liegt an deiner Primärwaffe oder deiner... Genau, die Sniper ist das, Sniper. Die du hast. Die ist auch auf 1800 und die anderen haben halt entweder höhere Waffen schon. Kann ich das hier ändern in dem Menü, wo ich jetzt gerade bin? Eins, Rudi. Du musst einmal auf I drücken für Inventar. Ach so, ja, okay. So, und ihr sagt, es ist hier die Erbfolge. Genau. Die ist 1800. Ah. Glaseiskugel. Ach, das war der komische Bogen. Nee. Aber du kannst zum Beispiel in die Sniper reingehen mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick auf die Sniper. Genau. Dann, wenn du mit Rechtsklick auf der Sniper warst, warte mal, ich mach's mal bei mir ganz kurz und dann nach. Dann gibt's in der unteren Leiste gibt's eine Reihe, da siehst du dann den Bogen drin und dann drückst du bei dem Bogen ganz lange F. Aber dann habe ich den nicht mehr, dann ist der weg, ne? Genau, den kannst du dir aber immer wiederholen, weil es eine Exotic ist. Und dann ist deine Waffe auf 18,10. Genau. Bumm. Gut. Jetzt bist du mal ready. Alle anderen. Tipptopp. Stark von mir. Pantheon, für die Leute, die es nicht kennen, Pantheon ist eine Art Boss Rush. Wir haben 4 verschiedene Bosse aus verschiedenen Raids. Wir müssen quasi nacheinander die schaffen zu absolvieren. Okay. Kurzfassung. Klingt hart. Und Pantheon hat auch 4 Schwierigkeitsstufen. Mit jeder Woche kam ein Boss dazu. In der letzten Woche kamen sogar 2 Bosse dazu. Wir werden uns jetzt in der ersten Woche begeben. Und wir werden einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Sollten wir den ersten natürlich komplett schaffen, werden wir uns gleich zum nächsten begeben. Ich wollte gerade sagen, ist der erste nicht vielleicht ein bisschen zu einfach für uns? Wir wollen uns ja ein bisschen ausprobieren hier. Ein bisschen üben. Ja, okay. Ich vergesse immer, wir haben ja auch Krogi dabei, also insofern. Ich habe schon auch viel gespielt. Ja, ja. Das ist sehr gut. Ja, gut. Ja, wir werden sehen, ihr Krogi. Ich will ja jetzt auch dich nicht schlecht reden. Ich ist ja okay. Ich finde halt einfach nur... Dann erst willkommen im ersten Encounter. Wie geht's jetzt hier direkt gegen den Boss, oder was? Ja, es geht direkt gegen den Boss, ja. Okay, kennt ihr den? Also ihr wisst genau, was kommt? Ja, wir wissen alles. Ja. Können wir vielleicht vorher einmal kurz darüber reden, was wir machen müssen? Weil ich hatte mir ein Video dazu angeguckt ungefähr und ich weiß, dass man hier auf jeden Fall in Deckung gehen sollte und die eine Part lenkt ab und der andere Part macht auch irgendwas. Können wir das einmal durchgehen? Also, wir gehen das auf jeden Fall durch. Erklärt, ja, kann ich machen. Ja, klar. Okay. Also, wir haben gleich, wenn wir einmal die Phase starten, und zwar in dieses Bläschen da vorne, abschießen, kaputt schießen, kommt aus dieser Pfütze ein ganz großer Ogre. Unsere Aufgabe ist es, den natürlich zu besiegen. Wir müssen am Anfang, links und rechts, müssen wir ein paar Gegner eliminieren, killen. Und dann kommen Ritter, aus links und rechts jeweils die Türen raus, die müssen wir dann auch einmal töten. Dann öffnet sich der Kopf. Dann öffnet sich der Kopf vom Ogre. Und unsere Aufgabe ist es dann, uns in zwei Gruppen aufzuteilen. Es gibt einmal eine Gruppe, die sich die Wut zieht. Und einmal die quasi immer in den Bauch von ihm schießt und Damage macht. Okay, das ist das, was du gesehen hast. Phil, Trix und ich in eine Gruppe. Es ist eine 4-2er-Gruppe. Es ist eine 4-2er-Gruppe. Dann kommt noch Shorty zu uns und dann
Da passt es mal zu. Ich kann es erstmal erklären, bevor wir da gleich einmal Gruppen machen. Die eine Gruppe, die die Wut sieht, muss ich einmal absprechen. Eine muss ich gleich hier hinstellen. Muss ich dann halt hier ein bisschen mit in Deckung begeben, damit man quasi ihn ablenkt und der Ogre quasi dann auf euch schießt. Der andere Partner setzt sich dann hier nach hinten und schießt dann auf den Kopf, sobald die Blase, die dann nachher hier spawnt, über mir. Also das vierte Team schießt die Blase dann runter. Hier kommt so eine Pfütze runter und dann können wir Damage machen. Derjenige, der hier dahinter steht, der muss dann auf den Kopf schießen. Der kriegt dann automatisch die Wut. Der Spieler, der die Wut hat, bekommt links an der Seite einen Timer. Den muss man runterzählen. Und in der Zeit, wenn man wenn der Timer runtergeht, kommen dann so Kugeln auf einen zu, die man dann halt abschießen muss. Das ist die Aufgabe des einen Wuziers. Und der erste Wuzier zählt dann runter bis zum Beispiel auf 3, bei 3 Sekunden. Und der andere Wuzier steht hier schon bereit und schießt dann quasi wieder in seinen Kopf. Das ist dann wie, dass man sich quasi abwechseln tut mit der Wut. Ja? Ah, okay. Mhm. Genau. Die wichtige Aufgabe ist aber, derjenige, der hier steht, muss, nachdem er die Wut gezogen hat, hier nach hinten laufen. Und zwar einmal hier nach hinten zu mir. Weil die unten, die Damage machen, die dann einmal da links unten waren, müssen jetzt hier die Blase runterschießen. Mhm. Hier, direkt über mir. Damit wir dann von hier wieder Damage machen können. Der Ogre dreht sich immer zu dem hin, der die Wut hat. Und das ist quasi dann die ganze Zeit hin und her Wut ziehen. Ja? Mhm. Man kann nur Damage machen, wenn diese Blase runterkommt. Und in dieser Blase macht man dann mehr Damage. Man macht hauptsächlich schon Damage, aber den signifikanten Damage macht man nur in dieser Blase. Okay. Genau, okay. Das sind die Aufgaben von allen im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Das könnte man dann, also wir extenden das auf 4 Phasen. Das heißt, das wäre dann Phase 1, das ist dann Phase 2, Phase 3. Dann muss man hier wieder, also quasi muss man sich dann wieder abwechseln. Der zweite, der die Wut gezogen hat, der steht ja jetzt hier hinten und zählt dann runter. Ne? Der erste, der die Wut gezogen hat, muss sich dann wieder bereit machen. Der stellt sich wieder hier hin. Der Kopf ist dann wieder sichtbar und kann dann mit der Sniper oder mit dem Fusionsgewehr. Heavy, was auch immer, auf den Kopf schießen, um die Wut zu bekommen. Das habe ich vergessen noch zu sagen. Also man bekommt nur die Wut, wenn man da auf diese offene Kopfhälfte drauf schießt. Ja? Okay, das klingt aber doch relativ einfach. Hast du alles verstanden, Krogi? Ja, ich das Briefing. Kannst du bitte nochmal alles wiederholen? Das war top. Ja, das ist einfach eigentlich. Also in deinem Himmel, die musst du abballern. Und dann ist wichtig, dass zwei die Wut ziehen. Und die haben ja Position, hast du gerade gehört, wo die stehen sollen. Und die anderen ballern immer drauf, ja? Das ist genau. Ja. Boah, genau. Die mega. Unten sind, müssen halt eigenständig die Blasen halt abschießen. Aber da geben wir schon den Call. Okay. Da geben wir schon den Call. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr machen? Wer will die Wut ziehen? Und wer möchte den Ogre wegballern? Ich möchte unten in dieser Bubble stehen. Ich würde auch gerne den wegballern. Okay. Was ist denn schwerer? Wut genau. ziehen oder? Also die Wut ziehen ist ein bisschen mehr Koordination. Mhm. Genau. Der Schaden da unten ist jetzt nicht so schwer. Da können wir euch da auch ein bisschen guiden. Eine Sache ist aber wichtig zu sagen, das wollte ich noch hinzufügen, wenn ihr unten seid in dieser Blase, in dieser Pfütze, bekommt während ihr Schaden macht, bekommt ihr instabiles Licht. Das ist ein Debuff und wenn der runterzählt und auf 0 geht, sterben alle Spieler, die sich um dieses Spielers begeben oder befinden. Okay. Man macht das in der Regel so, dass man zu dem Ogre geht und links oder rechts sagt, weil diesen instabilen Debuff bekommen 2 Leute. Warum sagt man links oder rechts? Weil man sich quasi beim Ogre hinstellt, einer links, einer rechts und wenn der platzt, dann und man quasi
genug Abstand dazu hat, stirbt erstens keiner. Mhm. Und der macht enorm viel Damage am Ogre. Okay. Ah, okay. Das ist der Sinn dahinter. Ich versuche darauf zu achten. Sehen wir das auch, wenn andere das haben? Ja, das steht links an der Seite und euer Bildschirm wird dann so grell so. Okay. Mhm. Habt ihr alle schon einmal bei der Flagge E gedrückt? Ah ja, ganz wichtig. Ihr müsst bei der Flagge einmal eure Munition aufstocken, eure Super holen. Genau, und dann gehen wir jetzt mal drei links und drei rechts. Ihr schaut euch das jetzt einmal an. Schaut, wie das so ein bisschen funktioniert. Wut ziehen würden jetzt Phil und ich erstmal. Ja, ich würde es auch gerade sagen. Damit ihr unten reinballern könnt und mal schaut, wie ihr die Bubbles wegschießt und so. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Mhm. Müsstet Damage machen. Was mache ich? Du stehst unten. Geht gleich runter und macht Damage. Genau. Okay, wir ballern Damage. Aber nicht direkt. Wir bleiben erst hier oben und dann kommen ja erstmal Gegner, oder? Ja, genau. Genau. Ich gehe mal nach rüber. Ich gehe. Gehst du links? Ich gehe rüber. Also zwei Leute können zu mir kommen, zu Trixie. Und zwei Leute können zu Phil gehen. Yes, sir. Mhm. Alright. Und wir starten die Phase, indem wir die erste Bubble runterschießen. Und dann geht das Ganze schon los. Und dann spawnt hier in der Mitte ein riesiger Firefly-Klops. Links und rechts kommen jetzt auf den Türen. Oh shit, da ist er schon mal. Es geht direkt los. Jawohl. Golgoroth, geiler Name. Ich glaube, Phil hinterher. Ich bin da. Jetzt auf den Ogre ballern bringt nichts, oder wie? Nee, das jetzt bringt gar nichts. Kann ich mal kurz angucken. Naja, man muss ja wenigstens wissen, was man kennt. Hass aufbauen, ne? Der hat viel mehr als nur. Der mit Damage. Ach, ist das geil. Wird noch gleich viel chaotischer. Ihr werdet viel lachen. Und vielleicht auch ein bisschen verzweifeln. Oh, blutrünstiger Ogre. Ich bin sehr gespannt. Was ist der Ogre? Ja, aber die kriegen wir weg. Da kommen aber auch krasse Gegner raus. Oh mein Gott, der macht so viel Damage. Boah, einer mit Schild. Komm hier, wo ist der? Da. Das ist schon ganz schön geil, die Smite. Ich heb dich auf, Schatzi. Danke. Aber was ganz wichtig ist, jeder kann nur, also pro Person könnt ihr nur einmal einen wiederbeleben. Ah, so ein Ding ist das. Okay. So, jetzt sammelt euch mal vorne alle in der Mitte, wo wir gestartet haben. Ah, ja. Jetzt seht ihr die Bubble da oben. Die müsst ihr jetzt zusammen runterschießen und euch dann unten in die Pfütze stellen. Okay. Dann ihr einmal den Ogre abschießt. Also ergibt es jetzt Sinn, wenn man da unten drin ist, die Ulti zu drücken? Runter? Ich bin wieder. Oh ja, weiter ballern, ja? Halt und wo ballern wir jetzt drauf? Auf den Bauch? In den Bauch, in den Bauch. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2. Alter, was? Das war der Buff. Hä, was? Deswegen seid ihr gerade gestorben. Auch nicht gecheckt, tatsächlich. Okay. Was war denn das? Ihr müsst einmal achten, wenn ihr in dieser Pfütze steht. Ja. Während ihr Schaden macht, zwei von euch kriegen dann so einen grellen Bildschirm. Genau, so ein grünlich. Seht ihr im grünlichen, genau. Oder ihr guckt einfach links an der Seite, da steht instabiles Licht. Auf Englisch instable light. Das ist wichtig. Okay, das ist der Effekt. Wenn einer zum Beispiel nicht aufpasst, dann BOMM! Okay, und dann müssen wir aber direkt aus dem Kreis raus. Ob ich das richtig genau, einfach links zum Ogre rechts vor. Vom Ogre. Okay, also ihr müsst euch dann absprechen. So, ich hab den Buff, ich geh links, ich hab den Buff, ich geh rechts. Okay, und die anderen bleiben in der Pfütze stehen. Die anderen können drin bleiben und alles klar. Genau. Okay, perfekt. So, und jetzt das gleiche nochmal von neu. Wie habt ihr denn Provokation hingekriegt? Was ist das? Provokation ist die Gaze-Ziehen. Wir schießen ihn einmal auf den Rücken, wenn sein Rücken offen ist. Und dann wird er aggressiv auf nur eine Person, so gesagt. Deswegen laufen wir dann vorne in die Mitte, wenn er seinen Bauch aufmacht, und dann können wir in seinen Bauch reinschießen. Also ihr könnt dann unten damit spielen, das machen Phil und ich. Also es kann gerne auch jemand von euch probieren. Also wer ein bisschen Sniper... Wir sind jetzt schon weit gekommen, ey. Du hast vollkommen recht. Wir sollten unbedingt den Plan jetzt schon ändern. Ich und euch. Siehst du erste Geld für euch? Ja, macht für mich gerade eben. Komm. Ah, da hinten ist er wieder.
Ach du Scheiße. Achtung. Jawohl, Eddie, mach ihn fertig. Okay. Ja, Mann. Jawohl. Genau. Er kann gar nichts. Ja, wuhu. Wuhu. Jetzt kommt wieder die Bubble oben, ne? Genau. Jetzt müsste ich wieder vorne sammeln. Das ist eh gerade ein bisschen böse auf mich. So, jetzt gehen wir in die Bubble unten jetzt rein. Runter, in die Pfütze rein. So. Okay, ich versuche drauf zu achten. Nur in seinen Bauch schießen. Ich jetzt hier? Instabiles Licht, ich gehe nach links. 7, 6. Das heißt auch instabiles Licht, ne? Bin ja, das war richtig. Ja. Okay. Okay. Oh, jetzt müssen wir auch nächste Bubble runterschießen. Nächste. Ah ja. Ah, ist doch easy, das haben wir ja. Und dann gehe ich wieder zurück, wenn ich das nicht mehr habe? Ja. Okay. Ich hab ihn. Jetzt sind wieder Viecher oben. Oh, instabiles Licht, Achtung! Ich hab links. Instabiles rechts. Boah, Alter, was geht hier? Okay. Da ist der unten. Oh, jetzt müsst ihr wieder nach oben. Jetzt müsst ihr nach oben wieder. Kaputt. Lass mal weitermachen, lass mal weitermachen. Ich hol dich wieder, alles gut. Danke. Versuch die Haufen unsichtbaren Leute hier kaputt zu machen. Oh, mich hat's auch verlegt. Ich rette dich. Hol dich. Sehr gut. Wir retten dich alle. Da kommt ein ganzes Squad, um mich zu beleben. Oh mein Gott, also wenn ihr in meiner Ulti stehen bleibt, dann macht ihr mehr Schaden. Dieser Kreis hier auf dem Boden. Und ihr könnt fast nicht sterben da drin. Eigentlich. Ich versuche ihn wieder zu beleben. Auf den Ogre-Ballern bringt gar nichts, ne? Nee, das bringt gar nichts mehr. Das bringt gar nichts mehr gerade. Was für eine Rescue-Aktion. Oh Gott. Schaffst du es, Schotten? Warte. Aber mein Ulti bringt hier natürlich nicht so viel. Also, wie hab ich das Gefühl? Was hast du denn für ein Ulti? Ist der tot? Gute Frage. Ich bin tot. Ich hab vergessen, was ich für ein Ulti hab. Verpasst hattest du's? Warte, ich versuch's jetzt nochmal. Soll ich einfach mal zünden? Nice, let's go, dankeschön. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Mann ey, dieser. Hier ist ein riesen Vieh hier oben. Alter, was geht da auf mich? Wieso? Jetzt wieder die Bubble oben, ne? Nein, wir haben hier ziemlich viel Gegner. Achtung! Ach so. Hier kommt ein riesen Vieh. Deinem Gegner wie ein. Aber wir haben zu langsam. Kampfhaus. War so geskippt worden. Echt? Nee. Ja, doch. Die Fraud sind nicht dran. Super, jetzt ist er down, top. Okay. Danke. Okay, Bubble? Ja. Du musst hier runterschießen, ja. Aua. Oh, die andere Bubble auch schon? Nee. Immer eine Bubble zu einer. Soll ich Shorty wiederbeleben? Ja. Okay, du bist zu langsam. Danke. Instabiles Licht. Ja, wir waren schon davor zu langsam. Der hat die Phase gesiebt, hätte es nicht Geld ziehen sollen. Top. Oh, sehr stark da. Das hat schon geklappt. Ja, das war schon mal gut. Ich sehe nichts. Es ist dunkel. Ich sehe auch nichts mehr. Es ist schwarz. Ich bin tot. Was war das? Na und? Die Wipe-Mechanik. Genau, weil wir die Phase nicht geschafft haben. Wipe-Mechanik? Ich habe noch eine Frage. Ja. Bei instabiles Licht, da rennen wir ja vor und stellen uns links und rechts von denen. Aber da kriege ich auch immer enorm Schaden. Also muss ich da einfach versuchen auszuweichen? Oder kann man irgendwas anderes machen? Also, oder du versuchst die Ads unten killen. Mhm, okay. Okay, aber an sich war es ja schon mal ein bisschen besser. Das war mal gut. Definitiv gut. Das war schon mal gut, ja. Okay. Geil, also nochmal. Aber ich finde es ein bisschen blöd, dass man nicht checkt, warum man stirbt. Ja, was war das für ein Wipe? Das müsst ihr nochmal bitte erklären. Woran erkennt man, dass es soweit ist? Die Wipe-Mechanik ist einmal, wenn ihr die Säule davor vor euch seht. Das sind verschiedene Zeichen. Das sind so viele Blasen quasi, dürfen wir nicht, also wenn wir eine Blase nicht benutzen, dann wird eine dann wird eine markiert hier. Wenn wir 6 Blasen nicht benutzt haben, dann ist zu Ende. Genau. Ja, okay. Und du kannst pro Damage-Phase 6 Blasen oben runterschießen und die 6 Mal in dieser Pfütze im Bauch schießen. Okay. Das muss man 6 Mal hintereinander machen. Also waren wir zu langsam oder was heißt das? Ja. Genau. Alles klar. Geht halt alles, was man auf Zeit. Ja.
Das ist alles. Erstmal einspielen und dann legen wir den auch in der ersten Phase so ungefähr. Okay. Ja, ballern wir drauf. Oh, ich hab mein Super. Das ist mein Super. So ein Stab. Da kann man zum F spielen benutzen. Ja. Wenn du oben bist, links und rechts. Oh, kann man easy für ein Adclear cool benutzen. Wofür kann man den benutzen? Ein Adclear. Um die kleinen Gegner Mobster zu töten. An Mob. Kleine Gegner. Dein Mobs jetzt. Die kleinen Möppes. Habt ihr denn eigentlich einen riesigen Punkt? Bitte? Hallo, der macht damit. Nee, was soll das? Bei Ede und mir kommen sie nicht mal aus der Tür raus. War gut. Kann man sich nicht einfach vor die Tür stellen und slappen die ganze Zeit? Ich helfe dir ein bisschen. Theoretisch, ja. Gerne. Ich nehme mal lieber ein bisschen Abstand. Oh, großer. Achtung! Nice, der ist weg. Und noch ein großer. Weg. Top. Bitte. Achtung. Achtung, das. So. Er slappt einfach so. Dankeschön. So, jetzt können wir dich wieder vorne sammeln. Ja. Wir müssen hier noch einen großen machen. Aber er ist sofort down. Mhm, ja. Er ist down. Wir müssen uns einmal schnell verstecken, damit der Ogre sich umdreht. Schießen wir auf die Blase? Ihr könnt schon mal auf die Blase. Ich hol das erste Geld. Oder? Nee, du schaffst es. Nice. Das ist ein stabiles Licht. Achten. Wo wird es angezeigt? Stabiles Licht, ich geh nach links. Ich geh nach rechts. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Blase anschießen. Aber wenn die anderen, die das instabile Licht haben, nach vorne rennen, dann können die anderen trotzdem im Bereich stehen bleiben. Ja. Okay. Ich krieg den wieder hoch. Vielleicht was hin. Ich glaub, den. Weil diese Bubble da, also die schießen wir auch runter oder noch nicht? Runterschießen. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Instabiles Licht hab ich. Ja. Ich schau gerade auf die anderen Augen. Ja, ich guck auch. Was schön gemacht. Ey, ihr habt jetzt schon ein Stückchen Leben abgezogen. Ja, jetzt bin ich down leider. Alles gut. Wir kriegen dich. Nein, ich bin auch gefallen. Ich bin nicht schnell genug weggekommen. Hol dich dann wieder, wenn du nicht mehr die auf die schießt. Mit C jetzt kann ich unten mit Damage machen. Mhm. Okay, nimmst du? Ich hab irgendwie Angst vor dem. Ja. Da hinten ist auch noch jemand, ne? Wer ist da hinten tot? Ich komme. Okay. Aber ich glaub. Kriegen wir. Ja, Tibi-Tobi. Achso, okay. Haptisch! Guck mal, da gemacht. Tippitoppi. Sehr gut. Okay, wann passiert das nächste? Achtung, der schießt auf uns. Ich darf mal die erste vielleicht ready machen. Das hilft, die Aussage hilft. Wir haben alle noch mit der Ogre hier. Wir können. Jetzt wieder auf die Blase. Oder was? Ich schieß direkt, okay? Auf die Blase, ja? Oh, ich habe keine Muni mehr für meine Maschine. Ich mach meine Super. Rein. Die rechte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, still. Was ist passiert? Oh, nice. Entschuldig. Warte, ich helfe dir, oh, danke. Leo, danke. Du schaffst das? Alter, hier sind Unsichtbare. Jo. Oh Gott. 6, boah, ich bin tot, 5, ey. 4, 3, 2, die nächste Blase runterschießen.
Ja? Jetzt muss ich selber heilen. Kann mich jemand wiederbeleben? Ich renne. Nee, du hast die Gels nicht, oder? Oder Gels nicht mehr. Hab sie. Hast du die? Ja, geh mit rein. 4, 3, 2, 1. Flammshot. Ich hab sie, ich hab sie. Und die nächste Blase. Dankeschön. Da stehen noch 5 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die nächste Blase. Geht flott alles, ne? Sehr flott. Ich check gar nichts. Das ist einfach Hammer. Oh, wo ist er hier? Ja, ich hab hier. Nice. Oh, schade, mich hat's erwischt. Ich hab's. Man kann nur einmal wiederbeleben? Man kann nur einmal wiederbeleben, genau. Wieder. Einer war rot. Da geht's auch gar nicht gut. Ja, ich guck, also schon ein bisschen schon schwer auch mehrere Leute drauf. Ja, ja, das ist mehr. Was ist das? Das sind die Kugeln, die auf uns zukommen quasi, genau, jetzt wenn ich die Wut habe. Der Bildschirm wird wieder schwarz und... Was machen wir? Wenn schwarz ist? Oh nein! Was? Wieso? Achso, wegen Zeit jetzt wieder? Nee, aber ihr habt ihm schon gut Damage gemacht. Ihr habt ein Viertel, das heißt, das machen wir jetzt nochmal dreimal so gut und dann haben wir's. Ein Viertel ist noch. Warum? Okay. Wie habe ich 2,4 Millionen gemacht? Hammer. Gates ziehen, ich habe ihm eine goldene. Ah, Gates ziehen, stimmt, ja, Gates ziehen. Ich verstehe nicht, warum wir gestorben sind. Damage zu machen. Mit was schießen ihr von unten aus der Blase rauf? Maschinengewehr. Immer mit das der Maschinengewehr. Waffe aktuell. Nein, nein, immer das Maschinengewehr. Das ist leer. Schau dir, was das hast Maschinen- du drin? Schau dir, du hast mit Into the Light hast du so ein goldenes Maschinengewehr bekommen. Die heißt Donnerlord auf Deutsch. Okay, warte. Ja. Die müsstest du auch im Inventar haben. Die müsstest du mit Phil vorhin abgeholt haben. Ja, ja genau, ja, genau das Ding. Mit dem kannst du dem einfach volle Kanne in den Bauch reinbrettern. Ah, okay. Genau. Okay. Und aber die auch Haselnuss auch. Genau, Haselnuss, du kannst es auch. MG auch, hast du auch gut. Ach so, in den Bauch? Genau, ihr müsst ihn in den Bauch schießen. Ja, Mit dem MG. Hm? Du hast noch genau, wenn du die Donnerlord hast auch. Alles klar. Hast du die Donnerlord gerade dabei? Haselnuss? Ich hab so ein. Ich weiß nicht, wie das heißt. So Rihanna Schuhe, ich seh's. Alles so gut. Fetten. Aber ob du die Donner dabei hast, weil die macht halt, weil es halt auch eine Heavy ist, macht sie deutlich mehr Schaden auf dem Bauch. Spielst du am PC? Ja, ich spiele am PC, ja. Genau, wenn du quasi F1 drückst, dann kriegst du ja quasi, öffnest du ja dein Menü und dann kannst du da quasi die Donnergott auswählen. Also die Donnerlord. Als sie dabei ist, ja. Genau. Ich hab musst den da nicht. Im schweren Slot ist sie. Im schweren. Donnergold, Donnerlord, ja. Genau. Dafür musst du aber deine zweite Waffe genau rausnehmen. Die goldene Waffe musst du tauschen, die du drin hast, im zweiten Slot. Ja. Du kannst nur eine exotische haben. Könnt ihr mir noch mal kurz erklären, warum wir gerade gestorben sind? Weil die Säule wieder voll war. Also wir haben nicht genügend Bubbles da oben abgeschossen. Okay. Und deswegen hatten wir wieder die Wipe-Mechanik und sind alle gestorben. Also wenn, wenn wir die Bubbles nicht schnell genug abschießen, dann sterben wir. Wenn wir zu wenig Bubbles pro Damage-Phase abschließen. Ja. Also eine Damage-Phase hat 6 Bubbles. Wenn wir nur 3 schaffen, hat die Säule 3 Zeichen. Wenn wir die nächste wieder 3 nicht schaffen, hat die Säule 6 Zeichen und wir sterben. Heißt, wenn ihr unten seid, müsst ihr halt Step by Step die Bubbles abschießen, ihm in den Bauch schießen, neben ihm gehen, dass er explodiert. Also alles gleichzeitig machen. So ungefähr. Das Beste, aber wenn was jetzt zum Beispiel, wenn wir die Phase gemacht haben, ich glaube, dann haben wir uns zu sehr auf die Monster an den Seiten fokussiert. Müssen wir dann quasi einfach weiterhin auf die Bubbles gehen? Korrekt. Genau, okay. Genau. Ah, okay. Ja, es gibt mehr Bubbles einfach abzuballern, dann, oder? Also resettet sich das dann irgendwann oder haben wir dann verloren? Ja, das resettet sich dann nur. Also, okay. Also die Säule selbst resettet sich nicht, die läuft dann einfach weiter. So wenig Bubbles, wie wir nicht geschafft haben in der Damage-Phase, die wird halt markiert. Wenn wir aber alle 6 machen, dann wird halt keine markiert.
Das okay. Beste, was ihr aber machen könnt, ist, wenn ihr hört, dass jemand sich links oder rechts vom Ogre aufhält, können die anderen, die in der Pfütze aber noch stehen, schon mal die nächste Bubble runterschießen. Mhm. Ah, okay. Das ist die Koordination. Ja, okay. Okay. Ihr müsst nicht sofort hochkommen und dann links und rechts die Gegner killen. Das müsst ihr nicht machen, das müssen wir dann dafür sorgen. Mhm. Weil ihr müsst dafür sorgen, dass ihr in den Bauch schießt, um Damage zu machen. Ich werde es gleich versuchen, okay, ein bisschen mit Damage zu machen. Ja, da, ich habe mir gerade auch extra was reingetan, damit ich euch unten ein bisschen helfen kann. Mhm. Und Haselnuss, du kannst deine Super kannst du aufbehalten, bis ihr die erste Bubble unten abgeschossen habt. Ja, mache ich immer. Und dann immer, kannst du sie direkt stellen. Mhm. So. Ja, habe ich immer gemacht. Genau. Okay, let's go. Let's go. Alright, let's go. Diesmal schaffen wir das. Time to kick some ass. Aber keine Sorge, der nächste Encounter, also der nächste Boss, ist viel leichter. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen flunke. Nee. Warte, ich mach mal aber. Super, das helft dir. Hier ist eine Heilgranate. Danke. Gerne. Ich hab was mit meinem Ulti aktiviert. Alles gut, alles gut. So, jetzt könnt ihr euch vorne sammeln wieder. Mhm. Ganz ein bisschen für Eder. Okay. Hier, wenn wir unten sind, wieder unsere Donnerlord auswählen. Genau. Genau. Jetzt unten in die Bubble rein. Jetzt dreht er sich nicht. Was ist mit ihm? Komm mal her, du Schlingel. Ja, hallo. Okay, dann. Warte. Oh ja. Liebes Schwein. Oh. Oh. Was? Oh, da hat jemand den Buff vergessen. Ja, das war aber jetzt ein bisschen unlucky, dass er so dreht. Das ist ein bisschen buggy. Wipe me, koppel. Ah, Transparentis. Tim. Lass einmal wipen, ja. Das ist dein Problem. Das ist jetzt doof, dass er sich nicht gedreht hat. Du kannst diesen Verlust hinnehmen oder erneut. Und war nicht unsere Schuld, sagst du? Mm-mm. Es tut mir leid, ich war scheinbar, aber ich hab die ganze Zeit geschaut. Nee, das war der Klops in der Mitte. Ah, der Klops ist stecken geblieben. Okay. Ach so, okay. Alles entspannt. Alles. Ich glaube, das gehört zum Spiel dazu, ehrlich gesagt. Ja, voll. Aber das ist auch anspruchsvoll. Wo steht das, wenn man das mega? Das ist Endgame-Content. Also, das ist wirklich absoluter Endgame-Content. Wo steht das mit dem instabilen Licht nochmal? Links über deine Superleiste. Oder über den Chat. Und wenn ich das habe, gehe ich nach links. Emo-Chat. Aber es kommt. Genau. Eddie, das kommt tatsächlich. Also, bei mir kam es nicht direkt. Das muss man dazu sagen. Also wenn man in die Pfütze springt, steht's nicht. Also bei mir stand es nicht direkt drauf. Das kommt mittendrin. Das kommt mitten in der Damage-Phase quasi. Und wenn ich das hab, das bedeutet, dass ich wie so eine Zeitbombe mit mir trage, ja? Und die trage ich dann zu ihm. Ja, genau. Und dann kannst du weiterleben. Ja. Okay. Genau. Und dann geht's wieder in die Pfütze und dann. Genau. Es kommt darauf an, auf welcher Seite du laufen möchtest dann. Du hast ja auch immer, dann gibt es jemand anderen, der auch die Bombe hat. Dann müsst ihr euch einmal kurz koordinieren. Einer links, einer rechts. Das ist immer schwer zu sagen. Ja, auch immer. Der geht auf jeden Fall links. Nein, jetzt habt ihr die Flagge weggemacht. Ich wollte gerade noch. Ja. Das war natürlich dumm. Das ging ein bisschen flott, sorry. Schön, das ist super verballert. Kannst aber auch gerne mal eine andere Super ausprobieren. Du hast nämlich auch eine goldene, die goldene da. Ja. Super stark gegen ihn. Okay. Schießt ihn dann dreimal hintereinander im Bauch. Ah, dann sind sie weg. Goldene Revolver, damit macht er auch Pump. Und da hast du noch? Ja. Also, du brauchst Schrei. Oder? Also, Eden und Shorty sind super im Adaptieren, muss ich sagen.
Also ich brauche ja eigentlich auch fast keine Ads schießen. Die tut sich auch gut. Und? Ich nicht. Ah, das ist noch so ein bisschen zu früh. Oh Mann, Achtung! Das war ein bisschen zu früh. Was war zu früh? Die Wabe runterschießen, weil wir haben ja jetzt noch nicht die Wut. Deswegen ist auch der Bauch nicht verfügbar. Und ja, genau Hobi, das. Was machst du denn da? Okay, das war mir gar nicht bewusst, dass wir warten müssen, bis die Glas runterkommt. Okay. Genau, ja, das als sie da ist, ist runterhauen. Phil, ich hab 8 Sekunden. Diesmal die nächste Bubble schon runter. Achso, du bist leid. Es ist, das funktioniert alles auf, der, alles auf einmal zusammen. Mhm. Ja, okay, hab ich auch. Nicht einzeln. Okay. Gut. Wenn ihr jetzt die Säule anguckt, nämlich. Die Leute, oh ja, jetzt die brennt. Die brennt jetzt richtig, die, die Symbole brennen richtig. Und ja. Wir haben quasi nichts geschafft. Wenn wir jetzt eins nicht schaffen würden. Ist die Bubble schon wieder da? Nee, ne? Nee, jetzt. Nee, das dauert nicht. Die Phase wieder. Okay. Jetzt resetzt sich die Phase wieder komplett. Wir müssen einmal nochmal Ads killen. Und winken. Ja, tut mir leid, ey, hab ich nicht gecheckt. Alles gut? Alles gut? Ja, alles zu. Komm mir nicht raus, Mann. Naja. Oh, was ist denn da? Was ist da? Ist das Ogre? Hallo? Ist der Ogre dead? Ja, Ogre ist dead. Oh, ich hab, ich glaube, ich getriggert. Ja, doch, du, jetzt hast du die. Jetzt hast du die Wut. Jetzt hast du die Wut. Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint mit Wut. Ja, jetzt kriegst du nicht die Kugeln da. Bubble, machst du? Genau, die Bubble runterschießen. Füllst du die nächste? Zieh sie einfach. Alter! Nee, nee. Ich wollte ihm einfach meinen Rücken schießen, gucken, was passiert. Ja, alles gut. Hat aber auch viel Damage gemacht. Der hat mir so viel Damage. Learning by doing. Learning by doing. All good. Nein. Ich sehe gar nichts mehr. Mach's gleich rum, alle los, gleich rum. Okay. Jetzt haben wir gesehen und gelernt. Alles nach der Reihe. Okay, ich brauch definitiv ich nicht mehr. Ich finde das super funny. Echt nicht? Sicher? Ne, ich glaube diese Bubbles da. Mhm. Aber man macht direkt hier 293.000 Schaden an Golgrot. Ja, also das war crazy. Die Bubbles machen insane viel Damage auf jeden Fall. Die Bubbles, die Bombe, die Zeitbombe. Die macht richtig viel Schaden. Die man auch immer an der Leiste. So, Ede, jetzt geh mal in. Willst du mal eine andere Super ausprobieren? Ja, kann ich mal an die Golden Gun, sagst du, ne? Genau, die Golden Gun. Die kannst du mal ausprobieren. Okay. Soll ich die noch irgendwie besonders skillen? Musst du nicht unbedingt. Nee. Warte mal, geh mal auf das große Zeichen davon. Das hier? Das hier? Was meinst du? Das ganz große, wo die goldene Pistole drauf ist. Links im Bild. Ja. Da kannst du. Nee, du hast die richtige ausgewählt, ja. Präzisionspistole. Und bei das Fragmenten lasse ich alles so. Das kannst du so lassen, ja. Habt ihr alle eine Waffe, die dauerhaft schießt? Meine macht immer nur so 3 Schüsse. Ja, meine auch. Also die schießt nicht dauerhaft. Ja, okay, es ist. Genau, das sind die verschiedenen Waffen. Jen hat eine MP, die schießt durchgehend, aber hat halt nicht so viel Range. Ja, yeah, okay. Also, wenn du mal in dein Inventar guckst, kannst du mal gucken nach einem Automatikgewehr, die schießen halt komplett durch. Okay. Also, du möchtest den Impulsgewehr weiter spielen. Das ist wie eine Bulldog, wenn du zielst, Bertie. Ja, yeah, okay. Damit kann ich was anfangen. Warte mal noch ein Menü. Moment. Zieh okay. Nighthawk Helm ab? Ich hab keinen Nighthawk Helm. Nighthawk ist ein Exo, das wir werden sehr wahrscheinlich noch nicht besitzen. Oh, es geht los. Ui. So, diesmal schafft man 3 Bubbles unten. Das ist jetzt das Ziel. Ja. 3 Bubbles. Der fällt jetzt um. Okay. Mach wie du denkst. Trick zählt, kann ich mitschießen. Wenn ich zähle, kann er auch mitschießen. Ja, mach ich. Extra Cutter-Frank dabei. Alles gut. Immerhin. Alles nach der Reihe. Wenn
links und rechts gecallt wird, ihr könnt bereits die nächste Bubble runterschießen. Die ist immer entweder links von euch oder. Also am Anfang ist sie rechts von euch, rechts über euch. Bist du ein Mini? Machen wir das ja. So, jetzt könnt ihr euch wieder vorne sammeln. Mhm. Oh, das heißt noch nicht auf die Bubble schießen. Nee, okay. Ich habe schon. Okay. Bubbeln? Oder zieh du einfach? Ja, ich zieh alles gut. Bubbeln okay. Wir? Let's go. Bubble. Ja, Bubble, ja. Bubble. Lasst uns bubbeln. Ab in the Fitz. Immer Tim. Ja, ist auch geil. Ach. 6, 5, ich hab ne Gier. Ich glaube, ich hab ne auch nicht. Ich habe eine dabei. 1, 10. Nicht auf mich, ne? Oh, die nächste Bubble runterschießen? Ja. Ich kann unten, ja. Unten bleiben, wir müssen nicht hochspringen. Mhm. Oh, jetzt 8, kommen 7, hier die unsichtbar. 5, 4, 3, ich hab's nicht. 2, ich hab's auch nicht. Jeder 1. Recht. So, jetzt die nächste 1. Bubble runterschießen. Ja. Wer hat mich direkt getötet dabei? Alles gut. Bubble ist down. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nächste Bubble runterschießen. Ja, das Bubble schießen. Runterschießen ist schon besser. Nochmal mit. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Oh, er dreht sich nicht auf. 4, 3, 2, 1. Oh, er hat sich. Nee, ich bin so synchronlos. Ich habe meine Bubble nicht gesehen. Nicht mehr. Oh, je. Uiuiui. Ich hab ein Problem. Alles gut. Ja. Kann jemand noch wiederbeleben? Rest mich, rest mich, ich kann rest. Hast du noch so ein Fogman? Hast einer von euch einen Rest? Ich hab noch einen Rest. Ja, ich bin tot. Rechts an deiner Seite. Wen soll ich reviven? Hasel? Ja, ich mich oder Vogel, egal. Komm, Hasel. Eddie macht, okay. Hasel lebt. Lebt Vogel auch wieder? Ja, weiß ich nicht. Passt. Gerade leben alle. Ja, jetzt aber, das war Quatsch. Eddie und ich sind gerade auf linke Seite gewechselt. Was? Achtung, Big Boy. Oh mein Gott. Hm. Oh, zwei Big Boys hier links. Upsi. Gut, Jordi. Hey, was ist hier? Nice, auf geht's. Bubble, Bubble ist wieder da. Schießen? Ja. Okay. Hast du noch einen Rest-Pill? Nee. Oh, ich tot. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr auf deinen Bauch schießen, oder doch? Jetzt. Ich hab mal gemacht. Eine Aufmachung. Immer wenn die müssen jetzt in 30 Sekunden töten. Schafft ihr. Schafft ihr. 30 Sekunden. Mhm. Ey, aber das klappt. Eher in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Abel ist wieder da? Alter, was geht? Aber White Mechanics voll. Ja. Machen wir einmal hier das schwarze Bildschirm und wir sind weg. Okay, ist doch bitte weg. Ja, es läuft immer besser. Hä, ja? Wieso denn jetzt? Waren wir doch super. Ja, wir waren gerade echt super. Die Bubbles waren wieder, ne? Ja. Aber es waren keine Bubbles, ich habe hochgeguckt. Da waren keine Bubbles. Macht ihr ja den Rhythmus raus. Ich verstehe gar nicht mehr. Die Bubbles kommen dann, also wenn die Damage Phase am Anfang beginnt, indem wir die erste runterschießen. Dann kommt die zweite, dann kommt die dritte und dann die vierte. Kommen erst nacheinander. Hast du irgendwelche Mods, die wir einfügen sollen in eine Rüstung, wo man sagt, okay, die können jetzt tatsächlich helfen? Um besser zu beleben, solltet ihr ohne Belastbarkeit spielen. Das ist das Beste. Das sind, jetzt mal. Oh, das hatte ich den Buff eben, Leute? Jetzt mal auf Krogmann drauf. So. Belastbarkeitsmod? Mhm. Genau. Okay. Da am besten so viel reinmachen, damit du 100 Belastbarkeit hast.
Ah ja. Overall siehst du, wenn du einmal nur deinen Charakter ansiehst, siehst du links neben deinen Rüstungen, siehst du einmal diese Leiste von oben nach unten. Das zweite Symbol ist dann Belastbarkeit. Da muss ich sagen, haben Ede und Haselnuss schon gut vorgearbeitet mit beide 90 Belastbarkeit. Das ist echt krass. Boah, krass. Das ist wirklich gut, ja. Ja, das hatten wir das letzte Mal schon drin. Ja, wir hatten das bei dir zum Beispiel kannst du zum Beispiel noch Nachlademods reinmachen. Das ist die unterste Leiste. Also unterste Reihe. Dadurch, dass du Donnerlord spielst, brauchst du Arcus. Zweite von unten. Okay, ich hatte angeblich 5-mal den Buff. Ich hab's nicht gemerkt. Schick. Schick ist. In der dritten Reihe. Du bist schon auf der richtigen Seite. Willst du mit mir? Ja, mit Krogmann. Ah, okay. Also nochmal. Geh nochmal in deine Arme rein. Für 3. Genau, Dreieck. Dann gehst du statt im Geschick, machst du einen Nachlader. In der dritten Reihe. Ja. Zweite. Also hier, da. Ein Schlag. 1. Ach so, warte mal. Ja, da unten meinst du, okay. Arcus. Arcus-Lader. Genau. Okay. Das kannst du reinmachen, dann lädst du quasi schneller deinen Donnerlord nach. Okay. Genau. Und in deinen anderen Rüstungen kannst du auch zum Beispiel einen Belastbarkeitsmod reinmachen. Und dann müsstest du bei 90 sein. Dann hältst du schon mehr aus. Ja, dann sofort so weit. Kein Stress. Das keine schwere Munition. Der schwere Munitionsfinder ist dafür da, zum Beispiel, wenn du Gegner killst, dass du höhere Chance hast, dass schwere Munition wieder gefunden werden kann. Granatenwerfer. Auch nicht schlecht gegen die Massen. Ja, aber wir brauchen ja Schaden für den Boss. Das ist gerade das Wichtige. So, die kleinen Ads kriegen wir eigentlich schon easy weg. Geht eigentlich nur um ihn in den Bauch schießen. Da müssen wir halt so viel reindrücken, wie wir haben. Am besten alles. Bringen am besten selber mit rein mit der Bombe und dann macht's bumm. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Boss hier kommt aus Destiny aus so einer 6-Mann-Aktivität und nennt sich Raids. Und da sind schon so viele Leute gescheitert. Also wir machen das dafür schon echt gut, muss ich sagen. Also wir kommen schon echt weit. Ja. Okay. Aber es ist erst vorbei, wenn wir gewonnen haben. Yes, wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir werden auch gewinnen. Okay. Ja. Und danach kommen nochmal 3 Bosse. Direkt shattered in pieces. Seid ihr denn alle ready? Ja. 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 Dann einmal wieder aufteilen, aufbreiten. Habt ihr euch alle die Flagge genommen vorhin? Für vorne? Ja. Alright, dann let's go. Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Glaub an euch. Glaub an uns. Können wir das schaffen? Jo, ja, wir schaffen das! Achso, so. Komm doch her, ihr! Schlingelt. Da liegen doch Items, Leute. Oh. Alles aussammeln, alles mitnehmen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Nichts liegen lassen. Wenn ihr mal was liegen lasst, dann gibt's im Turm eine Poststelle. Alles, was ihr liegen lasst. Gibt's Friendly Fire? Nee, oder? Nein, nein, das gibt's nicht. Gott sei Dank. Sonst hätte ich den Phil schon mindestens 5-mal explodieren lassen. Alter, was hat mich denn hier getroffen? Ich bin tot. Irgendwas hat mich da gekillt. Irgendjemand muss hier nochmal Short wieder leben. Ich mach das. Vorsicht, da kommt grad noch mal. So, jetzt kannst du wieder. Alles dunkel. Sorry, könnt ihr ich bin nicht gerade zugestorben. Ja, mich hat auch, ich glaube, mich hat der Ogre erwischt. Ah. Deshalb ging es auch so schnell. Genau, ihr könnt die Kugel wegschießen. Okay, ist soweit? Alter. Ja. Ja. Okay, und noch? Nein, wie gesagt. Bill Gaze. Ja. Okay. Ja, 30. Man. Der dreht sich in den Rücken. Mach ich mal, alles gut. Oh, into the light, Achtung! Nach rechts. 8, 7. Ja, also okay. Ich hab's nicht strahlend. Doch, was ist strahlend? Hab ich strahlend? 1. Bin ich das?
Nein, nein, Strahlen ist ein anderer Buff, die Buff. Achso, was ist Strahlen? Strahlen ist was anderes. Wieder die nächste Bubble schießen, super. Ja. Was ist denn strahlend? Strahlen ist ein Buff, da kriegt man quasi ein bisschen mehr Damage. Achso. So 6, 5. Ich geh nach rechts. 3, 2, 1. Rechts. Oh. Ich hab ihn gar nicht. Oh, nice, nächste Bubble. Nächste Bubble. Oh, nichts ist los. Ja, in der Suppe drin. 5, 4, 3, 2, 1. Ich geh nach rechts. Ich hab ihn nicht. Bubble. Warte, ich muss ihn drehen, ich bin gerade weg hier. Ja. Wagen worden. 10, 9, Bubble. 8. Wir bleiben in der Bubble. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Bubble. Nächste Bubble. Ich geh rechts. Ich geh nach links dann. Oh Gott, wo bin ich denn? Die Hilfe. 4, 3, 2, 1. Instabiles Licht hab ich. 3, 2, Achtung. Ah, ich hab's nicht, glaube ich, geschafft, ihn zu damagen. Aber wir sind auch nicht vorbei. Ja, alles gut. Ach, oh, Scheiße. So, Vorsicht auf den Buff wieder, neben ihm gehen. Geh nach links, Achtung! Instabiles Licht, oha! Alter, hier sind überall Leute! Ja. Hat jemand noch ein Revive für mich? Ja, ich hol dich gleich. Ey, ihr müsst euch mal den Lebensbalken abziehen, anschauen. Ihr habt ihm die Hälfte abgezogen, holy shit! Das ist crazy! Ihr seid die Besten? Ja, Mann. Ich hab. Aber ihr erklärt's ja auch mega. So, jetzt müssen wir einmal schnell alles clearen, das ist wichtig. Ich gehe nämlich gleich weiter, hier gibt keine Pausen. Alter, die Ladezeit von dem Ding. Weiter gespielt. Irgendwo schwere Munition? Unfassbar. Gut. Shit, soweit. Ich hab jedes Mal die Wut auf mir irgendwie. Schott, ich komm zu dir. Ich bin tot. Achtung, Kogi? Ja. Danke dir. Ich bin tot. Nein, ja. Phil, du bist mir ins Gesicht gesprungen. Ich hab's gesehen. Kann mich jemand noch reviven? Ich glaube, ich müsste mal gucken gleich. Ich komm gleich, ich sehe da hinten jemanden. Warte, ja? Darf ich? Warte, ich versuch. Ich mach einfach. Sonst machst du? Mich mach. Ich kann noch, ja? Ja, ich bin wieder da, dankeschön. Ein Rest noch. Ich komme, ich komme. Nehmen wir die Bubble runter. Ja. Bubble liegt. Ein bisschen früh. Keine Gates. Oh, wir haben, ja, was willst du denn sagen, ne? Weil wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass wir es machen wollen. Jetzt guckt er sich. Ich guck mal. Ich geh nach rechts. Gates, warte. Ich muss noch einen wiederbeleben. Sekunde. Ja. Dankeschön. Hallo. Ich verpiss mich einfach. Bleib einfach hinten. 10. Ich bin unten down. 9. 8. 7. Ey, du kannst mich holen. Ich bin direkt vor dir. Ich kann nicht 5. mehr reviven. Ach, schade, okay. 3. Verdammt. Was ist jetzt? Schade. Wenn alle Wiederbelebungszonen zu Ende sind und wir nicht mehr resten können, also sobald einer stirbt, beginnt ein Timer. Und in der Zeit müssen wir ihn wiederbeleben. Ja, Mann. Und wenn wir das nicht tun, dann wipen wir alle. Okay. Ich habe irgendwie gerade so eine Stampfattacke von denen abbekommen, weil ich eigentlich mit diesem Debuff bin ich hingerannt und dann hat er mich irgendwie weggesnackt. Das ist aber ganz schön schwer. Und jetzt muss ich mich fragen, weil ich habe es tatsächlich anscheinend immer noch nicht gecheckt. Warum war es jetzt gerade zu früh, dass wir in der zweiten Phase nochmal wieder auf die Bubble geschossen haben? Weil jemand anderes die Gaze ziehen muss noch. Wenn die, genau. wenn die Gaze nicht gezogen wird, öffnet sich der Bauch nicht und ihr könnt kein Damage machen. Was haben, ist die Gaze? Mussten, die Wut? Das ist die Wut, genau. Ah, okay. Und genau. wenn wir noch Leute haben, die noch auf dem Boden liegen und wir noch resten müssen, müssen wir erstmal uns ein bisschen koordinieren, bevor wir alles umher machen. Ja, genau, okay. Deswegen sagen wir auch immer, dass wir uns vorne dann sammeln und wenn wir uns dann vorne gesammelt haben, dann kann sich einer die Gaze ziehen und ihr könnt dann in der Zeit auf die Bubble schießen, damit wir immer den gleichen Timer haben. Da machen wir es jetzt anders, weil eben haben wir alle gesagt, sollen wir schießen? Ihr gebt einfach klare Ansagen, was angeht. Ja, finde ich auch. Okay. Machen wir so. Okay. Go. War schon gut, dass wir. Er war fast tot. Aber wir machen das schon gut, Jungs und Mädels.
Ja, er war fast tot. Er war wirklich fast tot. Ich will jetzt das Super Loot. Super Team! Super Loot! Yay! Super Loot schmeckt einfach. Aber die Frage, um nochmal aufzugreifen, strahlendes Nahen von extra Buff, wenn ihr dann nochmal einen Damage Buff, da seht ihr dann, dass eure Waffe auch so ein bisschen gold leuchtet. Lecker. Okay, aber das kommt ist dann jetzt, das von ist der Solar Ability. Nein, das ist nichts damit. Das ist ein Buff. Ich hatte halt Angst, dass das irgendwie das Gegenteil ist. Ja, lieber Fragen? Du bist unaufhaltsam. Ja, Mann. Zum Ogre? Ja. Ich heil dich. So. Danke. Ich bin so gespawnt. Ja. Sehr gut gemacht. Ist der Ogre hinten tot? So, ihr könnt euch jetzt vorne sammeln. Wir haben unseren Ritter. Mhm. Wer schießt auf mich? So, ihr sagt Bescheid, wann es auf die Bubble geht, Kommt zu uns nach hinten. Ja. Nach hinten. Ja, ich versuch's. Komm. Ihr könnt auf die Bubble schießen. Jetzt auf die Bubble schießen. Okay. Und let's go. Ich mach meine Super. Ihr seid hier quasi unsterblich. Pass auf den Debuff auf. 7. Oh ja, stimmt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, da hat jemand nicht auf den Debuff geachtet. Schlimm, gerest. Aber ich hab das nicht, oder hab ich's übersehen? Du hast immer drauf zu achten. Warte. 10, Tim. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Bubble. Ach, cool Short Team derzeit. Ich hab's bekommen. Genau, sammelt euch mal alle wieder oben. Wir müssen jetzt wieder die Ads clearen. Mhm. Da wir die Bubble nicht abgeschossen haben. Die Gates nicht getroffen haben. Genau. Oh, gleich bin ich tot. Achtung, rechts kommt unten. Ich bin tot. Wo sind die? Danke. Ich lieg da zwischen den zwei Treppen hinten. Ja, sehe ich. Wenn mich jemand wiederbeleben will. Ich glaube, wir haben kann nicht mehr. Ja, ich glaube, wir haben nicht genug. Dann gehen wir einmal wipen. Wir treffen uns alle beim Ogre und gehen einmal ganz kurz sterben und probier's gleich nochmal. Okay. Okay, der Ogre will mich einfach nicht töten. Hallo? 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 Okay, so. Ich bin auch gleich tot. Wipe mich, du Sau. Ey. Du Sau. Bumm. Hallo? Hau mich nochmal bitte. Also. Perfektes Beispiel, wenn wir wipen wollen, dann passiert's nicht. Ja. Naja, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Gut. War schon gut. Also der eine Versuch vorhin, ich hab's gerade auch nochmal zum Chat gesagt, der eine Versuch war krass vorhin. Das schaffen manche Teams, die das Game schon jahrelang spielen und sich zusammentrommeln, schaffen das nicht so weit. Ja, gut, also, und das ist nicht gelogen. Ich will halt irgendwie 8000 Stunden Spielzeit oder so. Yes. Ja, ich auch. Okay. Dann weiß ich auch nicht, woran es liegen könnte. Also, falls irgendwas schief geht, wir sind immer schuld. Kein Problem. Aber woran liegt es jetzt? Warum schaffen wir es nicht? Weil wir zu oft sterben. Also das ist einfach im Moment. Nur die Koordination. Genau. Das ist bei Learning by Doing. Das okay. Nichts Schwerwiegendes. So. Ihr hättet auch einfach Krogi sagen können. Also. Ja, das stimmt. Eddie, mein Schatz. Küsschen. Ich hab den Debuff nicht verpasst, Chat. Was labert ihr? Ich hab genau hingeguckt. Was labert ihr? Chat sagt, ich hab zweimal den Debuff verpasst, aber ich hab doch hingeguckt. Ich kann jetzt einfach Clips machen.
Also wenn ich ihn wirklich verpasst habe, dann check ich's nicht, weil ich habe wirklich hingeguckt und ich habe ihn nicht gesehen. Du merkst es aber auch, wenn dein Bildschirm ein bisschen heller wird und so ein komisches Geräusch. Boah, daran merke ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich merke das auch daran überhaupt nicht. Okay. So, Chat, wenn ich das nächste Mal den Buff hab, dann schreibt bitte irgendwas, was meine Aufmerksamkeit aufnimmt. Echt, der Chat muss auch mal was machen hier. Ohne Scheiß, ist eigentlich die Schuld von meinem Chat, dass wir das. Ja, voll. Absolut. Ich würde auch so generell sagen, Chat ist immer schuld an alle. Das sag ich ja auch immer. Nice. Ihr könnt euch vorne treffen wieder. Hast du deine Ulti, Haselnuss? Ja. Okay, nice. Ich glaube, dann können wir da auch wieder geile Action machen jetzt. Obwohl, babbeln wir den? Doch. Ja, ne? Babbeln? Und dann baller ich ihn direkt. Ja, babbel jetzt auch. Babbel ist da. Okay, let's go. Ulti. Ey, komm, du Sau. Jetzt dreht er sich nicht um. Der dreht sich, ich brauch nur ein bisschen. Achtet auf den Diva. Ich geh nach rechts. Ja, ich hab's, ich geh links. Brunnen des Glanzes hab ich. Ich hab ihn nicht. Weiter auf die Bubble. 1, 0. So, jetzt die nächste Bubble runterschießen. Wo ist die? Rechts von euch. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich stabil's nicht, ich geh nach rechts. Oh, ich hab's auch links. Oh, oh nächste Gott. Bubble runterschießen. Ja, top. Ist das stressig. Bubble liegt. 7, 6, 5, 4, 3. Ich hab's diesmal Runde des Glanzes hab ich. Ja, ah doch, ich hab, ich geh rechts. Ich hab nicht. Nächste Bubble. Nice, stark. Das läuft gut, Leute, das läuft gut. Komm rein hier. 9, 8, 7. Achtet auf 6, das Licht. 5, 4, 3. Ich hab's, ich geh nach ich links. Auch. Ich geh nach rechts. So, nächste Bubble abschießen. Ich wurde da hinten geschleudert. Aber passt noch, super. Nächste Bubble, sehr stark. Nächste Bubble runterschießen. Sehr gut, wir machen das stark. Ja. Stark. Die Bubble. 6, 5. Ich bin im Wasser. 4, 3. Pass auf, hier sind noch ein paar Gegner. 1. Heilendes Rift hab ich. Oh, nächste Bubble. Ich hatte schon auf die nächste. Bubble liegt. Das ist die letzte. Okay. Das ist die letzte Bubble. Ich mach meine Ulti. Macht alles, was ihr habt. 6. Super. 5. 4. Achtung, ich gehe linke Seite. 1. Ich hab's nicht. Ich geh nach rechts. Hälfte. Genau so nochmal. Jetzt sammelt euch wieder ganz normal rum und wir killen die ganzen Kleinen. Boah, ist das aufregend, ey. Ja. Hammergeil einfach. So, jetzt schnell alles jetzt aufräumen. Links und rechts. Genau. Und ich brauche schwere Munition. Wo kriege ich die? Ich brauche auch schwere Munition. Von Gegnern, ja. Gegner killen und dann, wenn du zum Glück hast, liegen auf dem Boden so blaue Bricks. So blaue Kästchen, Schachteln. Ja. Wie die aussehen, weiß ich. Weiß noch nicht, wie ich die finde. Bei mir müsste jetzt eins liegen. Ja, sehe ich. Müsste eins produziert haben. So, die Ritter sind wieder da. Mhm. Ja. Schweineritter, ey. Oh, Achtung! Nice. Munition, ja, top. Oh oh. Hab ich alles noch, aber ich glaube, es war so. Ihr könnt euch vorne sammeln. Ja, lass starten. Ja. Sammeln. Ich zieh Gaze. Oder so. Da hinten ist starke Muni, die brauche ich. Ich kann sonst auch nicht. Schieß runter. Okay. Ihr könnt die Bubble runterschießen. Ja, okay. Bubble. Also noch hast du deine Ulti? Noch nicht. Top. Okay, warte, ich mache. Alles gut. Zeig deinen Bauch. Schön. 8, 7, 6, 5, 4. Zieh, ich werde. Auf die Links, ne? Er hat den Buff. Ich hab's nicht. Nächste Bubble. Ich auch nicht. Ich hasse sie, aber ich hab's geschafft. Alles gut. Mann. Aber weitermachen. Bubble. Bubble ist down. 8, 7, 6. Heilendes Rift. Strahlend hab ich. Ist das das? Oh mein Gott. Ist strahlend, instabiles Licht. Ist vorbei. 3, 2, 1. Pam! Ihr müsst alle hochkommen. Alle hochkommen. Oben, okay. Boah, ich bin gleich down. Oh, halt. Gut.
Alles gut. Ja, geht. Die Hexe doch nicht im Leben lassen sollen. Ja. Ich wusste nicht, dass sie nach vorne kommt. Hilfe. Na, alles gut. Wenn ihr irgendwo noch Munition seht, gerne mal einen Call geben. Mhm. Die Munition siehst nur du für dich. Ach so, ja, dann braucht ihr nicht genau. Call. Ich call's dir trotzdem. Einfach nur, um dir zu sagen, ich hab welche. Edgy. Ah, wir sind jetzt ziehe ich gleich nochmal welche. Hier, der Dicke hat doch bestimmt was, ey. Hier, der Johnny-Mann. Oh, oh. Achtung, Ritter! Der Ritter ist wieder da. Ah. Kann jemand Shorty holen? Ich kann, ja. Aber wir sind noch nicht viel gestorben, oder? Richtig? Nee. Ich hol sie. Diesmal ist richtig gut. Sehr nice. Bei mir wurde nochmal eine produziert. Links auf der Seite. No. Danke. Oh, mieses Schwein. So, Ritter tot. Ihr könnt euch vorne sammeln. Strong. Mach noch mal einen kleinen Rundlauf, ob ich hier was finde. Ich habe meine Super wieder bereit für gleich. Perfekt. Ich habe mein Ulti auch bereit. So, Phil. Schieß die Waffe runter. Ich brauche unbedingt lila Munition. Ah, oh, da hinten. Phil. Oh, ich muss einmal zur Munition. So, runter. Pass auf dem Buff. Ekelhafte Viecher oben wieder. Okay. 9. 8. Ich gehe rechte Seite. Strahlend, ist strahlend böse? 5, nein. 4, 3, 2, 1. So, nächste Bubble runterschießen. Die da oben. Oh, oh. Gott. Ich bin hier nicht durch. Hab ich gesehen. 4, 8, 7, 6, 5, 4. Nächste Bubble runterschießen. 2, 1. Nächste Bubble. Ja. Mir ist die Munition, oh mein Gott. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Instabiles Licht habe ich. 1. Ja, nächste Bubble runterschießen. Böse. Nächste Bubble. Und dreh dich, Specki. Ja, Mann, sehr gut. So, let's go. 8, 7, 6, 5. Müssen wir die Bubble machen? Bei, ja, ja. Bubble. Ich jetzt durch 1. Genau. Nice. Oh, oh. Ja. Ich hab sie. Du hast sie, ich bin tot. Ich bin nie mehr. Bubble ist da. Wo ist die Bubble? Linke Seite, oder? Nice. Will, wie lange hast du? Sofort gelten. 6. Down, Mann. Wer? Nein, es geht noch. Ich muss ihn aber drehen. 2, 1, ich muss nehmen. Hab ich? Ich glaube, ich kann noch nie bleiben. Ich hab auch noch einen. Ja, lass gleich den fallen. Das ist gleich tot. Nur noch die Bubble runterschießen in den Bauch. In den Bauch schießen. Ja, rein. Bauch schießen. Alter, er blockt es halt. Rainer. Nein! Rein. Millimeter. Oh no, Leute. Schade. Ich schaff das. Oh mein Gott. Ist tot? Ist vorbei. Ja. Ich lebe noch. Ich kann noch was? Millimeter. Oh mein Gott, das war so close. Lady, wo ist der? Oh, war gut. Ich lebe noch! Wir leben noch! Ja, klar. Du hast das! Ihr macht das jetzt! Ja, Eddie, yes. Wir leben. Was müssen wir machen? Alles töten! Das sind ganz schön viele! Bin ich allein oder wo seid ihr? Wo ist er noch da? Alter, es ist überall. Ist irgendwas! Aber nicht einfach aufgeben jetzt! Nee! Schafft ihr! Der eine mit dem Ei. Scheiße. So. Was müssen wir machen? Eine Bubble noch? Ah, oh, ich bin tot. Ihr müsst eine Bubble. Ja, okay. Ja. Oh, schade. Also in der extremen Theorie müssen wir jetzt so lange überleben, bis eine Bubble Bubble erscheint und die runterschießen und dann einfach und dann, die Bubble quasi kaputt schießen. Oh, Leute, es war knapp. Das war gut, das war gut. Aber man sieht richtig, wie viel Damage wir jetzt schon machen inzwischen. Aber ja, das war auch voll nice mit dem Abwachen. Das war richtig gut. Das hat super gut geklappt, ja. Ja, er war ja wirklich fast down, also ehrlich. Yes. Also, ich glaube, ich habe es zum ersten Mal jetzt verstanden, ehrlich gesagt. Sehr gut. Learning by doing. Genau. Learning by doing. Ich hatte irgendwann never keine back down, never what? So, alle ready? Oh, okay, alle schießen schon drauf. Rein da. Aber volle Karacho. Alle am Boss. Diesen Schweine hier. Das wird der Run. Spürt ihr es? Ja, ich spür's auch, Mann.
Ja, Mann. Komisch wird's auch. Merk ich doch. Hexe. Jetzt kommt bitte raus aus der Tür. Danke. Ja, die wollen nicht, die haben Angst. Wir sind auch, glaube ich, gehört. Jetzt nicht mehr. So. Gar nichts kann die Ritter kommen. Mhm. So. Ui. Ich hab keinen Ritter gesehen. Ihr könnt euch vorne sammeln, auf Ball, also Shorty und Ede. Ihr könnt euch alle vorne sammeln. Alle, ja. alle. Mach ihn ein bisschen böse auf mich, komm. Schieß auf mich. Schieß auf mich. Ja. So, Bubble runterschießen. Bubble's down. Hast du Ulti, Hasenus? Ja, mach ich. Nice. Dreh dich um. Ich kann praktisch umzufinden. Komm her, du Schlingel. Was ist mit dem Schlingel da? Mensch. Er dreht sich dich. Oh nein. Die Sau. Diese Schlingel. Hast du vorhin was auf? 7, 6. Oh, instabiles Licht, ich geh nach links. 4, okay, 3, neue Bubble. 2, 1. Genau, neue so, Bubble. Nächste Bubble. Richtiger Call. Wo ist die Bubble? Ich seh sie nicht. Gar nicht. Schon runter. Ist schon, unten. Ist schon unten. Oh mein Gott, wie schnell seid ihr? Schneller als der Ogre. Oh! Der ist down. Ich liebe dich. Ich geh nach rechts. Was ist passiert? Instabiles Licht! Achtung, geh weg von mir! Direkt, wenn du schaffst, falls du schaffst. Direkt. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Oh mein Gott. Sehr geil. Okay, nächste Bubble. Oh, jetzt hat mich ein so mieses Schwein getötet. Oh, ich hab zu spät gesehen. Oder wir können dich dann gleich holen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Bubble. Warte, ich wiederbelebe dich, Rogi. Dankeschön, Shorty. Mega nice von dir. Aber es heißt ja auch, dass du 10, gestorben 9, bist, ne? Also. Hast du das instabile Licht? Oh mein Gott, ich hab hier gerade ein Problem. 5, 4. Instabiles 3, Licht hab ich auch. 2. Schon. Nächste Bubble runterschießen. Dann, Achtung, da ist direkt ein Ritter bei dir. Bam, in ihn rein. Oh, halt, ich weiß nicht, ob ich getroffen hab. Nächste Bubble. Nächste Bubble. Wo ist die Bubble? Elektros Wasser, da. Oh mein Gott. Direkt am Bauch. 4, 3, 2, 1. Nächste ich Bubble. Ich hab instabiles Licht, ich geh nach hinten. Ja, wir gehen mal weg, oder? Weil. Hast du bekommen. Könnt hochkommen. Ich hab sie nicht bekommen. Oh, nee, hab sie nicht bekommen. Ja, das ist manchmal so. Hast du auch 138k gemacht? Ja, wahrscheinlich. Hab sie bekommen. Alles gut, jetzt könnt ihr euch wieder normal sammeln. Also ganz normal hier oben die ganzen normal kleinen Reset töten. Reset von vorne. Normal sammeln, ey. Ja, ich dachte auch vorne. Ich dachte, was? Achtung, ja, das ist eine Hexe. Sorry, falscher Call. Ich mach mich nur lustig. Alles gut. Passiert mir irgendwie öfter, scheiße. Hinter dir, unsichtbarer Krogi. Okay. Danke, Eddie. Super guter Call. Ja, das nennt man Teamwork. Ja, Mann. Mega. Ogre hinten. Oh. Achtung, Krieger. Oh, verfickte Scheiße, ey. Er ist tot. Ich brauche Revive auf der rechten Lane. Ich hol ihn gleich. Moon. Hat er nicht dabei, ey. Ihr könnt euch jetzt wieder vorne ich sammeln. Ich kann gerade nicht reviven. Ja. Ich hol Eddie. Ich hab meine Tricks. Super wieder bereit. Oh. Für mich vorne bist du einer der Besten, ganz ehrlich. Willst du jetzt die Bubble wieder machen? Du bist ein Süßer. Sag Bescheid, wenn wir die Bubble machen sollen. Ihr könnt die Bubble machen. Warte, wir müssen erst... Ich zieh Gaze, okay, Phil? Alles gut. Yeah, mach ich das. Ich hab irgendwas getriggert, Leute. Also, hast du deine Super? Ihr könnt unten rein. Ja, ich auch. Ich tu's. Ich hab's getutet. Getutet. Achtet auf das instabile 6, Licht. Ich hab's. Ich geh nach rechts. 4, 3, 2, ich bin 1. Rechts. Nice, nächste Bubble. Ja. Auf geht's, sehr gut. Top. Genau, weiter so. Ab ins Splash. 11, 10, instabiles Licht, aufpassen. 8, 7, 6, 5, Alter. 4, 3, 2, nächste 1. Bubble. Ball. Ich geh nach links. Ich geh nach rechts. Oh mein Gott, das war so close. Ja. Top. Könnt die Bubble abschießen? Wo ist die Bubble? Kannst du 10,
Oben rechts. 6. Ah, da ist sie. Danke. 5, das war ein guter 4, Call. 3. Perfekt gecallt, muss man so sagen. 1. Nächste Bubble. Oh, ihr seid schon drin. Ihr seid ja krass. Ich gehe rechte Seite. Habt ihr doch gesagt, dass man Kreis fallen? 7. Irgendjemand hat mich getötet. Ja. Ich war es. Im stabilen Licht. Ja, nicht kann ich revive? Ich hab's zu spät gesehen. Nee, es ist zu spät. Sammelt euch mal oben wieder. Oben ist geht zu spät, raus. Wieso? Alles gut. Ja. Wer kann noch wiederbeleben? Warte, ich hol dich vielleicht hin. Ich glaub, leider nicht. Bill holt mich. Okay. Alles gut. So, und jetzt wieder. Warte, ich komme gleich, Profi. Ja, ich hab's verkackt, Leute. Es tut mir leid. Alles gut. Ich hab's erst mit einer Sekunde Restzeit gesehen, hab noch versucht auf ihn zu gehen. Ja gut, aber das ist doch jetzt kein Stress. So, wir leben alle wieder, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Dann tun wir jetzt schon 100 D-Abos. Oh. Wegen dieser Aktion, ja. Ich hab sehr kritisch geschätzt. Heute Abend hast du 50 Millionen voll. Aber die 100 kommen trotzdem nicht zurück. Oh. Die sind weg. Sag Bescheid, sobald die Bubble wieder da ist, ne? Ich bin tot. Yes. Kann noch jemand wiederbeleben jetzt? Nee. Ich nicht. Ich glaube niemanden mehr, oder? Das ist scheiße. Wir müssen aber das jetzt zu Ende, also probieren zumindest. Ja, wir probieren es. 43 Sekunden haben wir. Ja, wir müssen starten. Hier ist noch ein Ritter auf der rechten Lane. Dann müsst ihr euch vorne sammeln. Ja, sammeln wir uns. Ritter ist weg. Stark. Linke Seite ist auch noch was? Auch noch ein Ritter. Ich baller da mal drauf, ja. Danke. Ritter down. Oder? Ja, wir haben die Phase skippt. Ah, die jetzt man respawnen. Ja. Schade. Schade. Ich hatte doch noch einen Respawn, einen Rewind. Oh, okay. Dann ist alles gut, dann dürfen wir jetzt nicht sterben. Dann cool. Müssen wir jetzt noch schnell machen. Sei mal alles gut. Babbel oder was? Nein, komm mal nicht. Er ist offen. Nein. Ist offen, die Bubble ist unten. Ja, alles wird versucht. Ja. Gehen wir rein? Ich hab. Du hast sie. Ich hab meine Super. Let's go. Ja, werde ich auch nur mieses Schwein. Komm, wir haben das. Ich hab 11, 10, 9, 8, 7. Ich mach kein Damage, wieso? 4, 3, 2, ich mach kein Damage an ihm. Oh, nächste Bubble. Du musst in der Pfütze. Du musst in der Pfütze sein, um Schaden zu machen. Oder die Pfütze war schon weg. Heal Nate Phil oder so. Pfütze war schon weg, glaube ich. Nee, gar nichts. 10 Sekunden. In den Bauch. Wir machen gut Damage, Leute. Irgendjemand zieht Gaze. Oh, du bist gestorben. Ich geh nach links. Ach, das ist die Scheiße. Ich bin gar nicht in der Pfütze. Vielleicht reicht's mit der Bombe. Nee, reicht. Ah, schade. Schade, sehr, sehr knapp. Das war super knapp schon wieder. Wir sind noch. Ah, ach so, richtig. Geht durch, ey. Genau, wegen der Mechanik. Was machen wir jetzt da nun? Ja, aber jetzt war wieder ein Wipe, oder? Genau, das war wieder ein Wipe. Irgendwie diese Wipe-Schweine, ey. Ja, Wipe, ey. Ich würde ganz kurz auf Toilette rennen. Ich bin in einer Minute wieder da. Da bin ich auch kurz dabei. Ich renne auch ganz kurz. Ja, klar. Was ist denn jetzt schon wieder schiefgelaufen, ey? Eddie, ich glaube, wir haben die Bubble zu langsam weggeknallt von oben. Deswegen wurden wir von der Map gekillt. Ich glaube, bei der Bubble würden einfach noch klarere Ansagen. So, jetzt Bubble! Und nicht, ja. Wir könnten jetzt die Bubble. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst es ganz deutlich einfordern. Weil sonst machen wir es nicht. Will, hast du das gehört? Ich brauche wirklich Ansagen von so einem Drill Sergeant. Okay. Private Paula macht die Bubble jetzt kaputt! Die werde mich kriegst du von mir. Da sein, also wirklich. Aber bis hierhin richtig, richtig gut. Noch ein bisschen Ruhe reinbekommen. Das auf jeden Fall. Und dann easy peasy. Weil. Rogi spielt Brunnen. Ja, ich spiele doch auch Brunnen die ganze Zeit. Aber ich mache noch heilende Rifts. Aber warum sieht man das so schlecht mit dem instabilen Licht? Das müssten die besser anzeigen. Irgendwie diesen. Es wird sich bald ändern. Mit Final Shape wird die Buffleiste, glaube ich, in der Mitte, glaube ich, mittlerweile ansehen. Oben in der Mitte. Weil das ist so viel Action auf dem Bildschirm. Und dann irgendwie schleicht sich da so ein kleiner Debuff rein. Das ist so ein kleiner Satz, der sagt so, du explodierst jetzt, mein Lieber. Ich habe auch das Gefühl, wenn wir in diesem Bubble-Ding da in der Grütze stehen, ich gucke die ganze Zeit nur oben links, ob ich diesen Buff habe und ich gucke gar nicht mehr, auf was ich schieße, gefühlt. Aber das hätte gesagt, man kriegt auch ein Audio-Cue, aber ey, ohne Scheiß. Ja, dieses Audio-Cue, das ist so ein Zischen ist das. Mach mal nach. Irgendwie so. Okay.
So, jetzt extra drauf hören. Ich mach mal einen Sound-Alert da raus. So, mal ready? Krog? Ich drück mal, warte. Nee, hä? Ja. Wieso kann ich nichts mehr holen? Aber du hast schon gepickt. Ah, du hast schon gepickt geholt. Und du hast dann gewechselt. Ach so, okay. Egal, das schaffen wir trotzdem. Aber alles klar. Ich habe in den Chat geguckt, habe Dinge getan. Chat ist schuld. Ja. Chat ist schuld. Chat ist immer schuld. Mein Lieb geht trotzdem raus. Schuld. Ist klar. Ich mag meinen Chat, aber. Aber. Hallo, 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 hallo. Okay, das war jetzt blöd. Achtung, Eddie hinter dir. Bin down. Danke. Also musst du auch einmal resten. Jetzt hab ich was anderes, hab ich kein heiles Riff mehr. Ach nein. Oh, der Oger ist bei uns, ja. Achtung, Ritter! Oh nein, ich hätte das nicht tun. Ich bin hinten noch tot. Ja, komme. Ja, alles gut. Wir dürfen eigentlich an diesen Trash-Mobs dürfen wir nicht sterben. Ja, eigentlich schon. Das muss unser Anspruch sein, dass uns so ein Ritter oder so eine Hexe nicht... Ritter sind tot, ihr könnt euch vorne sammeln. Das ist mein Anspruch zumindest. Oh, guck. Becky, schieß mich mal an hier. Ihr dürft jetzt die Bubble runterschießen. Bubble runterschießen? Und let's go. Splash Mountain. Hast du Ulti, Haselnuss? Jetzt mach ich. Nice. Mach's wieder nicht, ne? Ziehst du Agro? Nein, wieder nicht. Warte. Och nein, ich hab mein Ulti gezündet. Ich auch. Okay. Das waren zu viele Bubble Eyes. Wow. Nee. Ah, die Damage. Down. Oh. Ihr habt uns ja. Ich hab so geträumt, ich weiß nicht. Ich weiß, es kann bei mir auch gewesen sein. Oh nein. Ich habe meinen Ulti gezündet und die ganze Zeit gewartet, dass er sich umdreht. Ich habe nicht geguckt, ob ich den Dieb habe. Ja, das war ein bisschen unlucky. Da kann man nichts machen. Aber weißt du, lieber jetzt resetten, weil wir eh schon ein paar Mal gestorben sind. Ja, das war kein guter Try. Sind wir ehrlich. Das war strategisch. Deswegen haben wir das jetzt extra gemacht, natürlich. Ja. Damit wir jetzt nochmal komplett reingehen. Das war nicht so gut, das stimmt. Das ist richtige Destiny 2 Mentalität. Ich mag die Einigkeit in unserem Team. Mega. Jetzt wird's richtig geil. Ich finde unser Team großartig. Ich auch. Jetzt wird's richtig gut, Leute. Jetzt wird's geil. Wenn jetzt nur noch die Gegner mal ein bisschen mitspielen würden. Ich spiele jetzt mit. Wir haben mit so viel. So, jetzt habe ich irgendwie eine neue Super. Die muss ich erstmal ausprobieren. Welche hast du denn? Solar. Die Solala. Die Solala. Ja, genau. Die sollte ich nehmen, weil die wird alles beschützen an Brunnen anschaffen. Ja, genau. Das ist das gleiche, was Haselnuss auch hat. Ja, genau. Das ist nice. Dann müsst ihr euch nur absprechen, dass einer den in der ersten Bubble macht und einer in der zweiten. Ja. Ich weiß halt noch nicht, ob ich das mag, ehrlich gesagt. Aber es wird gleich raus. Ja, ich bin schwer down. Scheiße, Mann. Das war kacke. Ja, das darf nicht passieren, Krogi. Ich darf auch nichts erzählen. Ich muss mich konzentrieren. Ciao. Ja, ey, das darf nicht passieren. Das ist ein Revive, der uns jetzt fehlt. Ja, ist kacke. Ich sehe es genauso. Wir machen hier einen Raid. Das ist hier nicht zum Spaß. Das ist hier, geht's um Loot. Genau. Keiner darf hier Spaß haben. Du weißt, wie das in League of Legends wirst du bei sowas aus dem Clan geschmust. Achtung, Ritter von hinten! Deswegen spiele ich League of Legends. Und deshalb spielen die ohne dich League of Legends. Ja. So, Ritter down. Ihr könnt euch vorne treffen. Mhm. Schieß ich mal nach hinten an. Okay, du musst echt mal meinlegen und hör nicht auf mich. Let's go. Ich hab alles gut. Er dreht sich wieder mit dem Rücken. Ich mach meine Ulti. Naja, kommt, er dreht sich gerade. Tim wechselt gerade die Seiten. Pass auf, ne? Ich hab instabiles Licht. Ja. Auch. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, ich geh auf die nächste Bubble. Nice. Nächste Bubble, genau. Nur mit der Ruhe. 9. Ich hab das. Strahlend. Oh Gott, 5, ich hab's nicht. 4, 3, 2, 1. Nächste Bubble runterschießen. Ja. Bubble liegt. Down. Alles gut. 7, 6, 5,
Achtung auf Bugs! Zwei. Ja. Eins. Oh, ich hab's. Ich geh nach rechts. Ich geh Kogi reviven. Ja, ich hab sie bekommen. Alles schon gut. Wieder? Runtergefallen. Alles gut. Geh ein bisschen früher hoch. Ab hoch. Ab hoch. Ja, ja, ja. Oh nein, nein, nein. Können alle hochkommen? Alle hochkommen, Kogi? Ich bin auch tot. Verdammt. Oh. Warte, ich hol sie. Warte, ich helfe dir ein bisschen. Okay, aber meint, ich hol doch niemanden? Ich bin gerade hier. Alles gut. Ein bisschen am Brennen. So, jetzt hol ich dich. Dankeschön. Kriegst du die Hölle los? Schlecht positioniert. Hä? Oh. Kann noch jemand wiederbeleben? Ja, ich. Ich auch. Komm mal. Achtung, Ritter! Viel Action hier. Alter, ich komm nicht zu Ritter dir. Ritter auf rechts, Achtung, Krogi! Alles gut, mach ja erstmal die Sachen. Danke. Noch eine Minute. Okay, jetzt bin ich auch tot, ey. So eine Scheiße. Wo war denn? Kann jemand noch wiederbeleben? Müssen wir wieder Bubble machen? Ja, kann ich. Nee, noch nicht. Wir müssen erstmal. Kann mich noch jemand wiederbeleben? Ich könnte nämlich dann auch noch wiederbeleben. Und unsere Kameraden wiederholen. Hat jemand noch einen Rest? Ja, ich hol Eddie gerade. Und dann hab ich noch einen. Und dann schießt ihr bitte direkt die Bubble runter. Links hinten. Okay, Eddie holt. Sollen wir direkt schießt auf die Bubble, schießt auf die Bubble. Ich hab Gaze. Okay, oh, Bubble ist down. Dann kommt das auf hinter uns. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ich gehe rechte Seite. Nächste Bubble. Stabiles schießen. Licht. Kannst ziehen. Bin rechts. Sehr stark. Nächste Bubble ist down. Ich mach meine Super. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich geh rechts dann. Ja, danke. Super. Bubble schießen. Nächste Bubble schießen. Wieder voll von dir, Kogi. Bitte mal sagen, wenn die Bubble down ist. 6, pass auf das Licht auf. 4, 3, 2, 1, 0. Nice. Nächste Bubble schießen, Freunde. Oh ne. Bubble ist down. Bubble ist down, Andy. Ja, 8, 7, 6, 5. Licht aufpassen. 4, 3, 2, 1. Geh nach links. Nächste Bubble schießen. 2, 1. Bubble ist linke Seite. Bubble liegt. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab instabil. Ich geh nach rechts. Nächste Bubble schießen. Gott. Oh. Letzte Bubble. Bubble ist down. Super, mach dir super. Genau weiter. Ach, die Bubble, ach links. 7. Ich mach meine super. Ja, mach alles. 4, 3, 2, nach links. 1. Instabiles Licht. 4, 3, 2, 1, 0, pam. Was? Schön, komm. Der hat mich weggeschleudert. Also ich war an keine Kuchen. Wiederbelebungen mehr, oder? Ich bin tot. Ich glaube nicht, nee. Oh. Okay, dann machst du. Ja, zieh was durch. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt ach, müssen wir alle jetzt clearen. Alles clearen. Hoffen, dass die Bubble gleich spawnt. Schade. Ich hab dich, glaube ich, mit instabiles Licht mitgenommen. Ich wollte ja bei ihm explodieren. Ich glaube, ihr habt euch beide mit den, also gegenseitig genommen. Ihr habt euch gegenseitig gerade. Ja, mir wird gerade gesagt, ich habe vielleicht doch noch eine. Ich versuche runterzugehen. Yeah, ich bin wieder da, oder? Ja, du bist da. Nee. Nee, komm hier, komm, hast du nicht? Nee, es stand ging kurz, nicht? Du wirst schade. Wiederbelebt nee, und dann. Schade. Nein. Oh. Komm, hör ich dir ruhig. Ja. Das Ding. Oh. Was ist denn jetzt besser, wenn man instabiles Licht hat, versuchen auf den zuzurennen oder einfach wegzurennen von der Gang? Weil man rennt dann natürlich auch, also wenn er nah an der Bubble ist,
und man will ihn versuchen, zu der Explosion zu erwischen, erwischt man halt auch ab und zu die Mates. Dann würde ich, glaube ich, lieber sagen, man geht dann lieber weg, damit man niemanden von uns tötet. Genau, wenn du dir unsicher bist, geh einfach, spring einfach von allen weg. Wollte gerade auch sagen. Also wenn ihr zu nah dran seid, spring einfach in irgendeine Richtung, damit du niemanden anderen tötest. Und dafür missen wir halt den Damage, aber das ist in dem Moment nicht schlimm. Das ist in dem Moment egal, der Damage ist insane. Machen wir in drei Phasen, das ist... Okay. Der Damage ist insane. Nah muss man denn an ihm ran sein, dann mit instabilem Licht? Schon nah. Seinen Füßle. Am Fuß, ja. Ne? Ja. Und sollte man dann so bei 0,1 oder so ungefähr beim Fuß sein? Genau. Okay. So eine Damage mache ich mir keine Sorgen. Das war echt super. Zwei Phasen. Ärgert mich. Das war knapp. Ach komm, jetzt haben wir das. Komm. Okay. Ich die Gaze und mach 6 Millionen. Was soll ich mehr machen? Cool. Alles gut, wir schaffen das. Einfach vorsichtig. Wir schaffen das. Spielen. Easy. Genau. Wir schaffen das jetzt auch ohne am Anfang zu sterben und dann easy going. Gleiche einfach nur nochmal machen. Ohne Methode. Erstmal gegen die Wand laufen. Jetzt kommt, glaube ich, Ritter Eddie. Genau, jetzt kommt Ritter. Da steht auch ein riesiger Text. Ein oben des Folgen. Also. Genau, die Ritter töten. Wo ist er da? Lesen kann, ist ein Vorteil. Ritter down. Oh, hat ihn nicht getroffen. Jetzt ist er down. Ihr könnt euch vorne treffen. Ja. Komm, schieß mich an. Hat doch Gates ficken. Ja. Schieß drauf auf die Bubble. Yo, let's go, let's go, let's go. Vergesst das Licht nicht gleich. Ja. Ich mach meine Ulti. 8, 7. 6, 5, 4. Achtung, lieber! Ja, wer hat's? 1. Nice, stark. Nächste Bubble. Oh mein Gott. Kriegt man dann diesen Bonus plus 500, wenn man den mit der erwischt? Nein, schon. Nee, doch schon, wird schon. Okay. Ab in die Bubble. Ich will zählen. Sollen wir die Bubble machen? Oder? Achso, habt ihr schon. Ja, ist schon down. 3. Licht, pass auf. Hinter mir das Licht, ich gehe nach links. Ich gehe nach rechts. Nächste Bubble. Jo. Alles. Ihr müsst zu ihm gehen, damit ihr explodiert. Ja. Machen wir die ganze Zeit. Aber ist down. Wiederbeleben mache ich. Ja, ich mach schon. Nee, mir geht's gar nicht. Also, euer Buff auf. Ich geh nach links. Euer Buff. 3. Oh, kommt hoch. Kommt ich hab's, oh mein Gott, oh Gott. Ja. Okay. So, kommt hoch. Oh, da habt ihr aber richtig geknallt, alter Schwede. Uiuiuiui. Oh, komm, Achtung, links und rechts sind Ads. Scheiße. Ich geh mal mit Trick nach rechts dann. Mhm. Okay, wir leben noch. Darko fand. Hier unten fällt mich jemand mit Trick beleben kann. Ich kann nicht mehr. Jemand hat noch irgendwie was beleben? Ja, ich kann. Oh, ich kann. Moment. Ich hab ne Healing Nade drauf. Ja, alles gut. Komm, Ritter, Achtung, Schotten. Ritter, Achtung. Ja, Ritter ist draußen. Hab dich. Gerne. Achtung, Phil. Ritter, erster Ritter down. Was ist denn das? Down, andere Oge. Ist da ist alles gut. Ritter, oh, ihr könnt euch zwei, vorne treffen. Links, nein, hier sind auch Ritter. Ritter macht doch Stress wie Sau. Auf der linken Seite haben wir noch Probleme. Ja. Der Ritter ist mittlerweile vorne, könnt also alle mithelfen, bitte. Oh, schade. Alles gut. Aber ich bin nicht down da, Alter. So, auf die Bubble schießen. Hallo. Einfach nur um für die Technik. Verziehen. Auf die Bubble, ne? Ja. Bubble ist schon unten. Okay. Fühlt es sich an, eine solche Macht zu besitzen? Ich gehe nach rechts. Tanz ziehen, zieh. Ja. Guter Call von dir, Krug. Ich hab innerlich gezählt. Ja, nächste Bubble runterschießen. Das ist ein bisschen eng hier. Die Bubble ist da unten. 6. Na, er 5, dreht sich leider 4, nicht. 3. 2, 1. Geh nach links.
nächste Bubble runterschießen. Jetzt gehe ich zum rechten Fuß. Nee, linker Fuß. Bubble links oben. Ich habe instabiles Licht, geht weg von mir. Hüter gefallen. Okay, ich habe glaube ich keinen getötet. Doch. 6, 5, 4, 3, zieh, 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 zieh. Danke. Hüter gefallen. Ja, das ist rum. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir sterben gehen. Wir sind zu oft. Warum? Ich habe das durch. Oh. Ja. Oh, okay. Oh. Der andere, der Eddie, warum? Warum? Warum gehen wir sterben? Los, wir schaffen das. Jo, Krogi, Alter, wie viel Damage hast du gemacht? Macher. Moin. Absoluter Macher, ja. Ja, weil Eddie so viel Vertrauen in mich hat. Ich will ihm da einfach nicht enttäuschen. Nein, nein, nein. Du kostest aber auch immer die Revives. Das ist halt auch ein Problem. Ne? Du bist ja so eine Glass Cannon. Ich habe ja eben mal so ein bisschen geguckt, wie es da bei dir auf der linken Lane läuft. Und naja, bei uns rechts ist schon echt ein bisschen. Wir haben hier nie Trouble. Wir sind ein Team. Ja, aber wir sind aber auch rechte und linke Lane. Nein. Wir zeigen dir jetzt mal, dass unsere Seite auch schneller geklärt ist. Okay. Aber das Gute ist, jetzt wo wir das so oft spielen, weiß man immer genau, wo was kommt. Ja, ja, man wird auch besser, das stimmt schon. Das ist halt die Sache an so einem Raid bzw. an so einem Encounter. Die Routine macht es halt wirklich. Wenn du die Routine drin hast, ist das Ganze so viel einfacher, als man denkt am Anfang. Learning by doing. Achtung, hinter uns! Hey, was ist hinter uns? Ich hab nichts gesehen. Ist alles down, easy. Kommt jetzt der Ogre. Ritter kommt. Also unser Ogre ist down, wie sieht's bei eurem aus? Es kommt nur einer auf einer Seite. Achso. Also unser Ritter ist down. Wie sieht's bei euch aus? Also bei uns ist die ganze Lane trotz Ogre geklärt. Was für ein Ritter? Ich sehe keinen Ritter. Ihr könnt vorne. Geht nach vorne. Wir gehen nach vorne. Ihr sagt, wir bubbeln sollen, ja? Ja. Ich bin schon bubbeln. So, let's go, bubbeln. Ich hab Case. Runter an die Splash Mountain Fontäne. Ich mach meine Super. Mach deinen Bauch auf, Mann. Mach den Bauch auf, Schnucki. Ja, wirklich. Schnucki. Achtung, Diva. 7, 6, ja, oh, ich hab's. 5, ich geh nach rechts. 4, ich noch. Ich auch. Okay, 2, sehr gut. 1, nächste Bubble. Na, zu spät. Ja, vorne, ey. Bubble fällt. Jo. Bubble 10, ist down. 9, 8, 7. Passt auf das Licht 6, auf. 5, 4, 3, 2, ich hab's. Ich geh nach links. Nächste Bubble, Freunde. Ja. Bubble fällt. Nice, stark. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Was auf das Licht auf? Ich hab's, ich geh nach links. Ich hab auch, ich geh nach rechts. Runde. Nächste Bubble, ja. Bubble fällt. Das ist ja. Das war ziemlich flüssig. Weiter. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ich hab instabiles Licht, gerecht. Nein, nächste Bubble. Nächste Bubble. Da hat die nicht erwischt, glaube ich. Bubble dropped. So, 10. Noch meine Ulti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ich bin dort. Achtung, was? Ich hab auch stabiles nächste Licht. Nächste Bubble. Letzte Bubble. Mann, das ist noch voll in den reingejumpt. Sehr nah dran, müsst ihr gucken, ob's klappt. Letzte Bubble, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Holy! Was ein Damage! Mega. Huge! Mega, 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 mega. Achtung, Bomben! Nicht nehmen. Alles gut, alles gut. Warte, dass die Bombe noch hat. Gott, das ist noch eine Bombe, ja. Aber das ist alles gut. Alles entspannt, alles entspannt. Wir alle oben jetzt. Jetzt wieder alle nach oben, wieder eure Lanes clearen. Auf eure Lanes, Krogi, du bist auf der falschen Lane. Ja, ich verstehe, dass du nach rechts willst, aber... Ein Helfer.
Ich sag, I need help. Fünf Leute sind links, da und helfen mir. Mega. Hast du links heavy produziert? Aber wenn Team sind, weißt du? Ja. Oh. Am Bären. Also links ist. Kann ich irgendwo wieder Muni holen für meinen. Ich hab links versucht. Das sind die lilanen immer, diese Packs. Achtung, hier ist ein. Ist der Ritter? Also los, Frau. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ihr könnt euch vorne in der Mitte sammeln. Alter Trix, was hast du für eine Waffe, die mit drei Schüssen so einen Ritter killt? Einen Granatwerfer. Ah, okay. Oh, schieß mich ab. Schieß mich nach hinten. Zieh die Gaze, wenn du willst. Gleiche nochmal und dann. Ich würde mal die Muni aufnehmen, wenn's okay ist. Ja, mach mich. So, Bubble abschießen. Bubble könnt ihr ja schon runterschießen. Die Gaze, aber nicht. Jetzt muss so, jetzt muss so. Ich hab alles gut. Okay, Bubble ist down. Ich mach meine Super. Dreh dich bitte. Danke. Achtung, Bar. Ich hab's. Ich geh nach links. Ich geh nach rechts. 6, 5, geh nach rechts, blau ab. 4, 3, 2, 1, nächste Bubble. Bubble dropped. Bubble down. 10, 9, 8, 7, 6. Wer, 5, ich hab's. 3, ich geh nach links. 2, 1. Nächste Bubble. Achtung, ich werde dahin geschleudert. Ich geh nach rechts und ja, hat geklappt. Sehr gut. Nächste Bubble. Auf die Bubble, Leute. Bubble ist down. Macht ihr Damage, ich kriege für euch jetzt. Oh mein Gott, hier geht der 4, Kill 3. Achtung, oh mein Gott. Ja, wärst du dich? Darfst du? Oh, ich nice, hab nächste Bubble. Ich geh nach links dann. Achtung. Nächste Bubble. Und bam, ja, Bubble ist down. Bubble ist down. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3, das Licht. 1. Ich hab rechts, ich bin rechts. Ich geh nach links. Nächste Bubble. Links, 3, 2, 1, links. Ja. Sehr gut. Bubble ist down. Haben wir. Nächste Bubble. Komm, das ist unser Go, Leute. Let's go. Yeah. Und wir haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Holy shit. War noch nie so einfach. Wo ist das Loot? Wo ist das Loot? Gib mir das Loot. Holy. Gib mir das Loot. Vorne. Ihr seid die Besten. Ludi. Ludi. Mega Lootstein. Finger weg von meinem Loot. Wo ist das Loot? Da ist das Loot. Hä? Da liegt was drin. Ich kann nicht dran. Da liegt was voll, vielleicht? Oh, jemand hat ausgewählt. Ja, ausgewählt. Was ist passiert? Wo ist mein Loot? In der Poststelle jetzt. Ach, hätte ich auch nicht drauf. Leute, ihr könnt doch nicht einfach die Lootkiste überspringen. Wir ballern hier seit 3 Stunden und dann macht ihr die Lootkiste weg. Muss meine Können wir ganz kurz Pause machen nach dem Start? Wo ist das Loot? Wo ist das Loot? Alles gut, ich bin auch gleich in einer Sekunde wieder da. Phil, du kannst dann erklären wieder. Ja, ich warte was noch. Was ist hier passiert gerade? Was ist eine Meisterwaffe? Erlösung Meister. Ist das geil? Meisterwaffen gibt es nur in den Endgame-Aktivitäten, also in den schwereren Aktivitäten vom Raid. Also gibt dann immer zwei Schwierigkeitsstufen. Einmal auf normal und einmal auf hart. Okay. Wo ist der geile Scheiß? Kriegt man dann quasi dort die Meisterwaffen. Die Waffe heißt katastrophal? Das kann doch nicht der geile Loot das sein. Das ist ein sehr, sehr gutes Linearfusionsgewehr. Ja? Kannst du das auch mal sagen, zufällig? Ja, ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch ein sehr, 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 sehr gutes Fusionsgewehr. Weil jetzt mal, bis alle da sind und dann kann man die Basis noch klären. Das ist auch ein bisschen, aber wir haben hier nicht so viele Gegner. Denn tatsächlich hier auch wieder ein ähnlich Ogre-ähnlichen Boss. Ja, es geht direkt weiter sozusagen mit dem nächsten. Ja, das geht direkt Wo kann man die Post checken? In der Post, im Turm. Im Turm, du musst dafür müssen wir jetzt frei rausfliegen und dahin gehen. Jetzt spielen wir gegen noch einen Ogre und der ist sogar noch hässlicher. Oh, ich flieg kurz zum Turm. Okay. Wo Questarchiv, wo Poststelle? Nee, du gehst auf M, dann gehst du auf den. Warte, ich zeig's dir, ich bin ganz kurz hier in deinem Stream. Ja, und dann musst du in der Mitte auf diesen kleinen Button, wo dieser Pfeil nach unten zeigt. In der Mitte. Nur der Truppführer kann mittig diese Aktivität starten. Du müsstest dafür zuerst in Orbit und die Aktivität verlassen und dann könntest du ihn tun. Ja, oder wir müssen alle, ne? Aber ja. Es geht ja, aber wenn da jetzt das Loot ist. Es geht auch einzeln. Wenn da jetzt das geile Loot in meinem Postfach liegt, sollen wir das jetzt.
vergessen. Du wirst mit dem, was du jetzt hast, immer noch, werden wir immer noch weiterspielen. Ja, aber... Flieg in den Turm schnell. Ede braucht sein Loot. Ja, aber das ist doch die Belohnung, weshalb man das macht. Das können wir doch jetzt nicht einfach... Da brauchen wir nicht spielen, wenn wir nicht das Loot sammeln, genau. Oder? Wofür ist es dann? Ich nehme mal also, mit. Oder Tim. Also sorry, aber... Eigentlich haben wir ein CP, ja, oder? Ich verstehe die. Wir haben ja eh CP. Ja, ja. Wir haben CP. Ja, wir haben CP, ja. Was heißt CP? Nehmen wir kurz. Checkpoint, dass wir wieder, wenn wir hier reinfliegen, dass wir wieder bei dem Boss sind. Ach so, okay, cool. Ja. Ansonsten machen wir den Ogre halt nochmal, jetzt wissen wir, ist ja easy. Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert, Freunde. Der ist wirklich easy eigentlich. Aber es war ein geiler Run gerade, oder? Mega, ja, mega gut. Ja. Er ist strong. Richtig, richtig, sehr schön. Also wir hatten zwei so richtig nice. Der letzte Try ist auch super schön und runtergespielt worden. Da war jetzt auch nicht mehr so viel Chaos wie am Anfang. Ja. Deswegen ist es richtig, richtig gut auf jeden Fall. Und wir sind echt wenig gestorben jetzt, die Runde. Mhm, stimmt. Ihr habt es auch gut erklärt, aber man checkt es natürlich nicht, wenn man es nicht vorher mal selbst gesehen hat. Mhm, voll. Das Geile an Destiny ist ja, wenn du jetzt mit einer frischen Truppe da rangehst, die noch nie in diesem Pantheon gewesen sind, die checken ja natürlich erstmal gar nichts. Ja. Also, mhm. Ja. Yes. Das ist unmöglich. Nee, das haben sie alle nicht. Das stimmt. Oder es ist wirklich unmöglich, das einfach so rauszufinden. Also es ist krass. Also kommen wir erstmal auf die Idee, diese Bubbles da zerstören zu müssen. Mhm. Und wie oft haben wir das gehabt, wo wir gehört haben, wir müssen die Bubbles zerstören und wir einfach gewiped out wurden. Und wir so, hä, ja, warum? Ja. Was stelle ich hier auf die Liste? So, Ede, du musst jetzt einmal hier zu Phil und Tricks kommen. Ja. Ich lebe meine Waffe. Und da drin, hier, ist dein Loot drin. Ich sehe sofort nach. Aha. Ah. Legendäres Engramm. Und du hast unten die Jasmin. Primus Engramm. Was ist Primus Engramm? Was macht man damit? Ach, das wird zu einer... Genau, das wird zu einer Waffe oder zu einem Rüstungsteil. Einsiedlerspinne, Erbfolge nochmal. Was ist, wenn ich zweimal die gleiche Waffe habe? Kannst du eine kaputt machen. So, jetzt die Widerstand vom Jasmin hast du gerade aus dem Raid bekommen. Also aus ich habe die Boss. Einsiedlerspinne gekriegt und Hand in Hand. Ist davon irgendwas gut? Warte mal, die Einsiedlerspinne, die du jetzt gerade drin hast, ist besser. Ach, die habe ich schon, ja. Genau, und die hast du gerade drin. Das heißt, die andere kann ich kaputt machen. Zerlegen. Genau. Wie man das mit dem Power Level? Ja. Was meinst du? Also wenn ich jetzt meine neue gelootete Waffe nehme, ja, die Power Level 1800 hat, und dann möchte ich gerne mein 1810 Level Du drückst Dreieck auf der Waffe, die du drin hast. Ja, also die ich haben will, ja? Genau. Da drückst du Dreieck drauf. Ja, genau. Dann hast du unten eine kleine Leiste. Und da in der erste, das erste Viereck davon. Bei Waffenmods. Ah ja. Genau, okay. Unter Waffenmods. Ja, und dann für da siehst du dann für Waffen Infusion. Und dann nimmst du, genau. Ja, genau. Dann nimmst du die Synkope zum Beispiel. Gecheckt, danke. Gerne. Erbfolge kam ich jetzt auch zweimal. Soll ich da gucken, auf welche, also die hat jetzt hier Wiederaufbau, Umlenkung und Unzähmbarkeit. Und die hat Wiederaufbau vor Palwaffe. Und Unzähmbarkeit, was ist besser? Oh, Wiederaufbau Vorpal ist sehr, sehr gut. Ja, Wiederaufbau Vorpal ist wirklich gut. Vorpalwaffe heißt einfach nur, du machst 15% mehr Damage an Bossen. Okay. Heißt, machst du 15% schneller weg. Wenn Schlagkraft auf 100 ist, aber Nachladetempo nur auf 16, doof? Soll ich lieber so ausgeglichen? Es kommt auf die Waffe selbst erstmal drauf an, aber du kannst auch Nachladerate durch Mods auf deinen Armen verbessern. Mhm. Genau, das ist ein Fusionsgewehr. Das kannst du. Warte mal, was hast denn du gerade in Pantheon bekommen, Haselnuss? Ah, du hast die Sauli bekommen, die du da gerade in der Mitte drin hast. Wem redest du jetzt gerade? Mit Haselnuss. Also. Wo das hier? Deine Energiewaffe. Ja, genau, die fand ich nice. Die habe ich ausgerüstet. Ja. Mhm. Die ist krass. Die ist krass, cool. Also, die ist auch ganz jeder haben. Nice. Woran erkennt man, dass es eine Pantheon-Waffe ist? Entweder heißt sie gequält oder ist Meister. Ich weiß jetzt nicht, ob du eine Meisterwaffe bekommen hast. Du hast diese Verderben von Chelchis bekommen, Eda. Wo? Die letzte Waffe in deinem Heavy-Slot hast du bekommen. Dann hast du in deinem zweiten Slot, also Spezial-Slot, hast du Katastrophal.
Katastrophal. Genau, katastrophal, hast katastrophal du bekommen, genau. Ede. Genau. Ja. Das ist die. Ey, ist ein gutes Roll. Genau. Die kannst du sogar spielen, wenn du möchtest. Ja, ich kenne sie ja nicht. Da müsste ich aber die wieder auf 1810 hochkriegen, ne? Mhm, du kannst den Granatwerfer zum Beispiel da einfach nur reinhauen, wenn du noch ein Upgrade-Modul hast. Müsstest aber noch eins haben von vorhin. Verdammung, der Granatwerfer, der ist geil. Der ist geil, ja. Das ist immer so dieses Destiny-Ding. Irgendwas musst du aufgeben, wenn du noch nicht genug Loot hast. Wie ich den weg, meinen schönen Granatwerfer. Kannst du euch zeigen? Was ist denn das überhaupt für eine Waffe? Ich kenne das. Das ist ein Linear-Fusionsgewehr. Das heißt, das ist so ein. So eine Sniper, die nachlädt, also die auflädt seinen Schuss. Die auflädt, eher auflädt. Genau. Ja. Boah, wir haben ja richtig geile Waffen bekommen. Abrechnung von Mieder und Verderben von Chilches. Abrechnung von Mieder ist Fusionsgewehr. Mhm. Auf jeden Fall not bad. Und Verderben von Chilches ist Scout-Gewehr. Willst du noch nicht so spielen. Was hast du in deinem letzten Slot da bekommen, Shorty? Die letzte Waffe. Ja, Achtung. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Mit Wiederaufbau und fokussierter Raserei. Das ist super gut. Sehr, sehr gut. Wow. Kannst du jetzt auch spielen, wenn du möchtest. Okay, habe ich ausgerüstet. Mega. Also das ist immer unterschiedlich, was man aus dem Loot bekommt, oder wie? Genau. Alle Waffen, alle legendären Waffen haben verschiedene Perks. Also von, okay. Man kann sich das quasi vorstellen, man hat ganz viele verschiedene Perks und wenn man eine Waffe bekommt, wird das dann random zusammengesetzt. Zwei Perks werden dann zusammengesetzt und dann ist es dann die Waffe. Also einen ganzen Waffen-Perk-Pool quasi. Was ist besser, Widerstand von Jasmin oder Erbfolge? Die Erbfolge, die du hast, ist definitiv besser. Das ist insane. Du kannst wieder reinfliegen, Phil, by the way. Not ready sind? Ja, sei dann, man kann hier noch was Geiles kriegen. Krogmeier entwirft, macht einen Raketenstart. Für Shorty. Mods. Wir haben echt den ersten Boss gemacht, das ist krass. Voll nice. Wir sind die Besten, ohne Witz. Wir sind einfach die Besten, gibt keinen Besseren als uns. Ja, ist doch geil. Das mega. Cool. Ja. Was machen wir jetzt? Den nächsten Kommt Boss. Der nächste Account so. Hä, das machen wir ja mit links. Mhm. Easy. Mhm. Ja. Nächster Account so, neue Mechanik. Neue Sachen. Bin mir sicher, wir werden nicht einmal sterben. Nee. Okay. Und wenn doch, dann sieht das nur so aus. Wenn wir hier sterben, müssen wir aber nicht alles von neu machen. Also wir landen immer wieder hier, ne? Nein, wir landen immer hier, ja. Okay, cool. Sobald du eine Phase geschafft hast, hast du einen Checkpoint da und von dort aus geht's dann weiter. Können wir mal bitte drüber reden, wie schnell einfach die Zeit gerade rumging? Voll, ja. Holy moly. Aber es ist auch so voll Konzentration, ey. Ja, voll. Ah. Okay, ich bin runtergefallen. Kommt jemand runter? Oh nein. Also hier haben wir jetzt eine Phase aus Schuhe des Schülers. Das ist auch etwas ähnliches mit Platten, also so wie wir das gerade soeben gespielt haben. Hier müssen wir uns in drei Teams aufteilen. Wir haben ein Team, das Symbole holt. Wir haben hier dieses Totem. Auf diesem Totem sind 9 verschiedene schwarze Platten drauf. Wenn wir die Phase starten, bekommt dieses Totem verschiedene Symbole. Ein Zweierteam wird sich nacheinander hier in den Raum reinbegeben. Wenn wir hier diesen Kristall anschießen, beginnt auch die Phase, beziehungsweise geht aber die Tür auf. Da drin befinden sich dann die Symbole. Und wir, beziehungsweise derjenige mit dem Partner, muss sich dann einmal koordinieren, 3 Symbole rauszunehmen. 3 ist nämlich das Maximum. Und dann muss einmal, wenn der Partner draußen ist, einmal diese 3 Symbole auf diesen Obelisk angeschossen werden. Das muss man 3-mal wiederholen. Genau, man muss dann auf die Platten mit dem entsprechenden Symbol. Okay. Da muss man dann draufschieben. Das ist das eine Team. Wenn das eine Team dann fertig ist, beginnt auch die Damage-Phase.
So. Mhm. Das ist das eine Team. Das andere Team steht links und rechts und versucht einfach nur die Gegner zu clearen, beziehungsweise hier auf der Brücke, damit die Gegner nicht den Obelisken anschießen. Es gibt einen besonderen Gegnertyp, der quasi ein Schild in der Hand hält und der ist orange, hat einen orangenen Lebensbalken. Wenn die den Obelisken anschießen, dann geht er schneller kaputt. Wenn der Obelisk kaputt geht, platzt er und wir sterben. Das ist die White-Mechanik hier. Also die erste White-Mechanik. Mhm. Das ist das zweite Team. Das dritte Team kümmert sich gleich einmal um den Boss. Wir können auch einmal, glaube ich, runtergehen. Ja, sorry, ich habe nochmal eine richtig blöde Frage. Was ist jetzt der Basilisk? Ich glaube, das Ding hier, das, wo das bist hier? Du? Und das hier? Ah, okay. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich raff gar nicht. Das ist ja einmal hier der Boss hier unten. Ja, aber nicht so viel nach. Ja, okay. Das ist hier einmal dieser Boss, den wir uns gleich. Den wir gleich. Den wir gleich oben. Oben die Platte über uns beschwören müssen, um die Phase zu starten. Okay, der kriegt erst Damage, wenn die Symbole, diese drei Symbole. Alle eingesammelt sind, korrekt. Neun. Es gibt nämlich aber ein Stun-Team. Wenn wir die Phase starten, spawnt dieser Boss eine Stufe weiter oben. Und er wird sich einen Weg nehmen, links oder rechts, und wird natürlich auch versuchen, den Bullisten anzugreifen. Mhm. Wir müssen versuchen, Zeit zu schinden, damit das Zweier-Team einmal die Symbole rausholen kann und dann quasi den Obelisken einmal klären kann mit den neuen Symbolen. Wie wir das machen, ist eigentlich sehr einfach. Wenn der Boss über uns gespawnt ist, muss sich einer im Zweier-Team an ihn rangehen, sich einmal quasi boxen lassen, also der stampft dann einmal auf den Boden drauf, auf den Spieler. Und dann öffnet er seinen Kopf. Dann leuchtet der so gelb, der Kopf. Und da musste ein Spieler muss da drauf schießen. Und der Partner muss dann einmal auf den Rücken. Dieser Sarg hier, den er hat, der wird sich dann öffnen. Muss man dann auch drauf schießen. Und dann geht er in die Knie. Wenn man das geschafft hat, kann man dann ein bisschen den anderen helfen beim Ad-Clearen auf der Brücke. Und sobald er wieder aufsteht, muss man das gleiche machen. Bis das Team mit den Symbolen fertig ist. Ist ja eigentlich alles super einfach. Okay, passiert das alles gleichzeitig oder nacheinander? Ja, jedes Team macht so seine Aufgaben. Das heißt, alle machen so das Gleiche. So, dann müssen wir einmal nach oben. Das war noch nicht alles. Ich check nix. Oh, danke, dass du es sagst. Also ich habe so 30% jetzt. So, also ich müsste. Können wir einmal so Probe-Run machen und dann. Ja, das machen wir gleich. Es ist sehr viel Theorie. Es wiederholt sich halt im Endeffekt. Also, so wie ich es verstanden habe. Du machst halt einfach immer das Gleiche und dann. Ja. Genau, die anderen machen auch immer ihre gleichen Aufgaben. Okay. Auf der Seite, wo der. Oder willst du das erklären? Mit dem schönes Feuerwerk, Krogi. Ich kann weitermachen. Okay. So, jetzt müsst ihr euch denken, der Boss kommt jetzt hier die Treppen hoch. Ne? Wir haben alles fertig gemacht. Wir haben die Symbole geschossen. Ihr habt ihn ein bisschen aufgehalten. Ihr habt hier überall die Ads geklärt. Dann geht er hier rein in die Mitte. Und dann geht die Damage-Phase los. Es kommt immer drauf an, von welcher Seite er kommt. Wir müssen immer auf hier eine von diesen drei Platten drauf und von dort aus Damage machen. Der Damage geht los, wenn um die Platte hier herum ein orangener Ring aufleuchtet. Wir gehen alle gleichzeitig drauf, machen Damage. Das geht ungefähr, 5 Sekunden, glaube ich. Und dann leuchtet die nächste Platte. Wir müssen zur nächsten Platte wieder Damage machen. Dann auch kurz warten, kurz Damage machen und dann zur nächsten. Okay. Bald das vorbei ist, spawnt ein Stockwerk höher. Hier spawnen Treppen. Wir müssen nach oben und das gleiche wieder machen. Wir schießen Zeichen, wir stoppen ihn und treffen uns dann wieder in der Mitte. Aber die Zeichen, also diejenigen, die die Zeichen holen müssen, die laufen auch hier vorne rein. Wieder? Ja, genau, die laufen. Genau, also da oben ist dann auch eine Tür und. Genau. Okay. Was meint ihr denn mit Raum? Zeichen holen müssen? Das also Zeichen holen, also das ich. Hier sind Symbole. Auf diese schwarzen Platten, sobald wir das da starten, das sind ja neun Platten. Auf diesen Platten spawnen dann Symbole. Und diese Symbole sind da drin, in diesen Räumen drinnen. Und diese Symbole müssen wir dann aufsammeln
den Partner callen und dann müssen wir diese drei Symbole auf diesen Obelisken anschießen. Ah, okay. Damit der, damit der Obelisk quasi alle neun Symbole akzeptiert hat und wir die Damage-Phase starten können, um die Damage zu machen. Phil und ich haben schon gesagt, wir beide machen die Symbole. Das ist das Einfachste, was wir so machen können. Mhm. Und dann müsst aber ihr sollten wir nicht die einfachsten Sachen machen? Also ein bisschen sein, das sind die schwersten Sachen. Also, das ist das Schwerste, ja, so rum. Ja. Also, das macht für ich euch am einfachsten. Ich habe nie die Symbole gesehen und es gibt, glaube ich, wir Stück machen das so. Einfachste. Weiß ich nicht. Es gibt sehr viele. Es gibt bestimmt 20 Symbole. Okay. Nee, okay, ja, dann würde ich sagen, learning by doing, oder? Mhm. Habt ihr alle diese Flagge hier genommen? Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr machen? Noch aufteilen, wer was ihr müsst euch jetzt in zwei Zweierteams aufteilen, ja? Ja, ja, Eddie und ich noch haben doch eben auf der einen Seite gesprochen. Genau, ich bleib bei Shorty, weil Shorty auch weiß, was zu tun ist. So. Eddie, dann solltest du lieber in ein anderes Team gehen. Nee, ich bleib bei dir. Okay. Ein Team muss halt den Boss bespaßen und das andere Team muss cleared. Okay, das wird je nachdem, wo er langläuft, ja automatisch passieren gleich, richtig? Genau. Ja. Aber das müssen nicht, das eine, hast du nicht gesagt, das eine Team muss hier links hoch und das andere Team rechts? Jeweils einer davon. Jeweils einer. Ach so. Jeweils einer von einem also, Team und die anderen beiden kümmern sich um den Boss. Und sehen, was abgeht. Ich glaube, ja, klar. Klar. Ja. Natürlich. Ja. Oh, erstmal keine Symbole, oder? Ich bin ein bildlicher Mensch. Eine muss jetzt. So, Shorty, du machst die Ansagen für unser Team. Ich glaube, du musst da links hoch und ich gehe rechts hoch. Und dann müssen wir alles zerstören, scheinbar. Ich gehe auch nach oben. Eine muss den Boss bespaßen. Musst du mir auf? Ich gehe nach oben, okay. Ja, ich gehe mal unten. Was heißt bespaßen? Ist der Boss, der jetzt aufgestanden ist? Das ist der Boss, ja. Okay. Jetzt Shorty bei mir, keine Ahnung wieso, aber geil. Uns reingehen, alles gut. Macht man dem schon Schaden oder was ist Nee. Okay. Das ist das. Also. Das ist das schon der ist Boss? Schon, das ist der Boss, ja. Jupp. Oh, Alter, es geht ja ab. Rauslassen. Oh. Okay, die haut natürlich ganz gut rein, die Waffe, ey. Okay, jetzt ist er schon da und dann? Das ist irgendwie zu schnell. Ja, wir müssen nämlich aufhalten. Genau, aber ihr müsst ihn aufhalten. Ich hab noch nicht ganz verstanden, wie wir den aufhalten. Weil Moment, also. ich mach das mit dir, Ahasuerus. Ich zeig dir wie. Okay. Ich zeig dir wie. Warten wir mal mit die Phase. Tim, lass mal erstmal keine Symbole holen, damit wir das alles mal zeigen. Und das aufteilen können. Ich finde es auch immer noch wieder verrückt, wie andere Anfänger das machen, zu verstehen, was sie machen müssen. Ja, ja gut, das ist Endgame. Bis dahin hast du halt auch schon hunderte Stunden in Destiny. Ja, voll. Das stimmt definitiv, ja. Shorty? Ja? Kommst du zu mir? Ja. Hier rechts spawnen Gegner und auf der Brücke, ne? Das ist dann gleich deine Aufgabe. Okay. Krogman geht dann auf die andere Seite. Genau. Krogman, du kannst mitkommen. Wenn du mit Tricks bin ich mit. Und Haselnuss und Chen, ihr kommt dann zum Minimum nach oben. Hier oben spawnen Gegner und auf der Brücke. Alles klar. Danke euch. Haben wir noch in Chen aus dem Menü. Und Ede, du musst jetzt einmal zum Phil und zu Haselnuss. Wer seid ihr da? Ja. Und du kannst dann starten tun. Mhm. Ah, ich hab getroffen. Boss spawnt jetzt nämlich. Einer muss sich gleich hinter den Boss stellen. Ich stelle mich dahinter. What the fuck? So. Ja, du musst jetzt tropfen lassen und der Kopf glüht. Siehst du das? Ja, ja. Schieß drauf. Genau. So. Und dann schießt der andere Partner auf den Rücken. Und jetzt kniet er sich hin. Ach so. Und in der Zeit, wo er sich hinkniet, kann man noch helfen, ein bisschen mit Schießen. Sobald er aber aufsteht, muss man das gleiche nochmal machen. Ach so, okay. Indem er auf den Boden stammt, muss man nicht hingehen. Und jetzt Haselnuss auf dem Rücken. Achso, ich auf dem Rücken? Okay, genau. Also, ich muss nachladen? Genau, sehr stark. In den offenen Sarg. Okay. Genau. Oh, ja cool. Genau, und so stunt man den quasi. Ah, genau. Teut man. Ah, das ist ja nur 5 Sekunden gestunt oder so. Ja genau, das muss man halt mehrmals machen. Das muss man halt mehrmals machen und das Team, dann wieder jetzt muss Ede in den Rücken schießen oder einer von euch, genau. Wir können leider noch keinen Schaden machen. Ah, das war ein bisschen zu spät. Jetzt müsst ihr ihn wieder stampfen lassen. Da musst du einmal Haselnuss, musst du an den rangehen. Ja, ich geh ran. Okay. So, jetzt auf den Kopf.
Perfekt. Und Eder auf dem Rücken. Profi. Mega! Manchmal, genau, genau wie gerade eben, manchmal dreht er sich und du kannst dann beides also abschießen. Also. Ja, cool. Genau. Achso. Ja, okay. Wollen wir im Team so bleiben? Ja. Wir lass einfach jetzt so machen. Mhm. So ist gut. Ich muss jetzt einmal wipen. Dann weiß ja jeder, was es was gibt. Ja. Genau, in der Zeit hätten Phil und ich schon die Symbole gemacht. Also wenn ihr den einmal, glaube ich, einmal müsst ihr den stunnen und dann haben wir die Symbole. Ach so, cool. Hammer. Denke okay. ich mal. Auf das der zweiten Platte müsst ihr ihn dann zweimal stunnen, ja. mindestens. Okay, das ist easy, okay. Okay, ich check zumindest meine Aufgabe hier oben, das ist gut. So, und jetzt? Was würde jetzt? Ja, jetzt haut er den Obelisken und hat uns gewonnen. Genau, jetzt haut der Obelisken und Platz. Achso, okay, aber ihr hättet das schon erledigt und dann würden wir angreifen. Yes. Genau. Okay, alles klar. Also wir callen euch dann so gesagt, jetzt ist Damage, dann sammeln wir uns auf der Seite, wo er kommt und dann machen wir das, was ich euch erklärt habe. Wir gehen auf die Platten drauf, schießen ihn ab, warten, bis die nächste Platte leuchtet, gehen auf die, schießen ihn ab und auf die dritte. Okay. Genau. Okay. Ich bin alte Plätze. Ich mach die ersten Zeichen, Phil, du kannst dann direkt rein, sobald ich raus bin. Ja. So. Man sieht den Schuss gar nicht hier. Jeder kann. Jo, bin aber da. Ist der Boss generell schwieriger als der letzte? Nee. Die Mechanik ist ein bisschen koordinierter, weil zwei Leute bzw. vier Leute echt viel machen müssen. Ja. Aber an sich ist er eigentlich leichter. Er hat nur ein bisschen mehr Leben. Okay. Genau. Seid ihr ready? Ja. Ja. Yes. Dann, let's go. Stark Aufwand. Ich lass mich immer hauen, ja? Einmal. Genau. Und dann versuche ich den Kopf zu machen, je nachdem, was vorne ist. So, mach auf, kannst rein. So, dann mach ich den Sarg. Mhm. Du machst den Kopf. Ja, da. So, er ist stunned. Ich gehe wieder ran. Okay, ich mach wieder Kopf. Raus. Oh, ach, hinter dir sind Gegner, ja. Ach, die habe ich voll vergessen. Die habe ich voll auf den Boss konzentriert. Alles gut. Boah, die Granate ist aber auch echt strong. Boah. Alter, ich bin tot. Warum? Ja, das ist die Schwierigkeit. Uiuiui. Das Spawn quasi jetzt noch. Okay, ja. Lässt du mich raus? Wir können sie alle wieder beleben. Auch down. Gleich. Muss mich nur rauslassen. Ich bin mal 8. Ja, 9. Ich bin mal tot. Ist over. Okay, meine Suche. Schade. Ich hol dich, Tricks. Ich hol dich. Na, mal kurz. Ja, bist du da? Tim, steht mal auf dem Rücken. Wo ist er denn? Okay, vergiss es. Gut. Ist gestunt? Ja, yeah, ich wurde geblockt von ihm. Schade. Ja, okay. Alles gut. Da oben, also da schießen auch so crazy Sachen. Ja, weil ich leider down bin, deswegen schießen die Mann okay. von selten auf. Ja, das war's. Alle down. Ja, okay, aber gleich wird besser. Okay, ich spring rein. Alles klar. Ist eine Lektion, Hüter. Lerne sie und es ist halt immer, in den ganzen Raid-Phasen ist immer sehr viel Theorie. Aber das Beste ist halt Learning by Doing. Das sieht man da alles auf. Fürsorgerschaden, was ist das? Das ist der Schaden beim Boss. Ah, okay. Das ist der Kopf von der Rücken. Okay, ich sehe. Okay, also wir müssen auch auf die Ads da aufpassen, weil das war richtig, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hab ja meine Super, die schützt uns. Also da kannst du rein und dann bist du quasi unsterblich, solange der Kreis da ist. So. Ready? Ja. Yep. Oh. Dann. Ja. Yep. Let's go! Lass mich rauslassen. Komm. Stun. Nein! Oh mein Gott, der hat mich runtergeschubst. Ui, ich bin eine Ebene unten. Alles gut, einfach hochlaufen. Ja. Boah, die hauen so krass rein hier, die Elfen. Wow! Ich bin schon wieder tot, ey. Ich komme. Was zur Hölle? Ich auch.
Das ist einfach zu heftig, die Typen, die da spawnen. Zwei von denen machen einen schon komplett platt. Ach, hatte ich meine Superkraft gemacht? Ja, ich bin auch tot. Shit, oder nicht tot. Kannst du mich rauslassen, wenn du kannst? Sehr viele Hits. Kannst du mit mir die Zeichen schießen? Alle Zeichen schießen? Ja, ist over. Oh, ist over. Wir müssen hier wipen. Ja. Bumm! Jeder verliert. Nicht jeder kämpft, um die eigene Ehre wiederherzustellen. Ja, das ist irgendwie. Habe ich nicht so ganz raus, den Hartdreh. Weil da kommen diese Ads. Und die machen uns einfach fertig. Die sind stark, ne? Ja. Die sind halt jetzt schwer, ein bisschen stärker. Genau. Und wir sind auch nicht mehr so eine Gruppe, so wirklich eng aneinander. Mhm. Und können, ne, jeder hat ja seine Position, jeder versucht seine Person bestmöglich zu machen. Okay. Ach, das ist halt auch wieder ein Learning. Ich habe nicht genommen, verdammt. Ist sie schon weg? Nee, die ist noch hier. Okay. Alles gut. Nach jedem Wipe kann man immer eine neue stellen. Okay. Gut, ich versuche diesmal nicht runter zu fliegen, dann kann ich die auch direkt machen, das meine Suppe. Absolut. Okay. Go. Oh nein, ich habe keine Muni, warte. Egal. Nee, alles gut. Er hat die Waffe gepickt und dann die gewechselte Waffe gewechselt. Ah, okay. Ja, dann nehme ich jetzt nochmal die. Egal. Okay. Dann. Okay. Selber, okay. Bis der unten ist. 3, 2, 1, go! Kannst mich rauslassen? Ich mach schon. Ja, ich guck noch gerade ein bisschen. Oh. Beim Schießen. Komm nie. Ich mach meine Ulti, warte, komm rein. Alter. Aus. Von hinten schießen? Ah, ich bin schon wieder tot. Ja, erstmal ja. Also. Warte. Ist krass, ne? Die one-shotten mich fast, die Ads. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie man das. Da hinten bist du. Bist du da ganz hin, oder? Ja. Kannst mich rauslassen? Okay. Ich weiß gar nicht, wie das zu zweit gehen soll, dass man den aufhält und gleichzeitig sich um diese krassen Typen kümmern soll. Mhm. So, es wäre jetzt Damage. Ihr könnt alle nach oben kommen. Ach, alle nach hinten. Auch nicht mehr, ja. Einfach draufballern, ja? Nee, alle zu Tricks, alle hier bei mir treffen. Ja. Okay, und dann? So, wenn die Platte leuchtet, gehen wir alle gleichzeitig drauf und schießen alles, was wir haben, auf ihn. Mhm. Okay. So, und drauf. Okay. Auf den Kopf, ne? Ja, auf den Kopf. So, jetzt auf die nächste Platte gleich. Ja, könnt drauf gehen auf die nächste. Genau. Ich meine, gibt's keinen Debuff. Ja, das stimmt. So, jetzt auf die nächste Platte. Und Damage. Alles, was ihr habt. Nice, sehr schön. Das war eine Phase. Genau, das war eine Phase. Okay, jetzt geht ihr wieder zurück? Okay, nee, jetzt müssen wir ein Stockwerk nach oben. Ach so. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal ein Stockwerk höher. Mhm. Ist das wieder zeitkritisch oder haben wir ein bisschen Luft? Achtung, da kommt was! Nee, okay, das ist ja kritisch, okay. Okay. Oh. Also, ist nein, die Treppe geht wieder weg, Leute! Okay. Warum sagt ihr das nicht? Oh mein Gott, halt los, rette mich! Hä? Okay, die Treppe ist nicht weg. Wo bin ich denn dann runtergefallen? Bitte helfen Sie mir! Scheiße. Okay. Lebst du noch auf jetzt hin? Schaffst du Zeichen? Ja. So, okay, Alter. Dann? Was ist der Plan? What the fuck? Ah, hier!
mal kurz gucken hier, wo kann ich helfen? Alter Schwede, ey. Der Ogre. Ich versuch Eddie zu reviven gleich. Kannst mich rauslassen? Oh Gott. Oh, ich rauslassen. Toll, der ist irgendwie explodiert. Ja, das schauen wir nicht. Oh, er ist schon da. Er ist schon hier. Schade. Aber ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie es ist. Das ist quasi eine Phase. Okay, die zweite Phase nochmal kurz. Wir gehen ja hoch und dann töten wir da einfach alles und was passiert danach? Da müsst ihr wieder genau das gleiche machen wie in der ersten. Also ihr müsst wieder, zwei müssen zu ihm hin, zwei müssen nach links und rechts hinten. Okay, alles klar. Ihr geht am besten auf die gleichen Seiten und wir machen wieder die Zeichen. Das ist so gesagt einfach nur das gleiche, nur das Stockwerk schaut ein bisschen anders aus. Okay. Na gut. Okay. Und es gibt quasi zwei Phasen, also einmal die und dann eine höher oder geht's noch höher? Und dann noch eine höher. Ah, okay. Es kommt drauf an, wenn wir den Balken, das Boss, in zwei Phasen schaffen, dann gehen wir in den Final Stand, dann müssen wir, kippen wir quasi, überspringen wir eine Ebene, müssen ganz nach oben. Genau. Ah, okay. Und müssen dann den letzten Balken quasi noch anschauen. So. Wo ist die Fahne? Hier. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ah, Ede muss noch nach unten. Und let's go. Sunshot spielen. Kannst du mich rauslassen? Okay, komm. Ins rein. Versenge sie mit deinem Licht. Das nenne ich mal die gerechte Strafe in Form einer Vergeltung. Auf den Kopf, ja. Ja. Oh. Dann. Kommt schon wieder Gegner? Hier? Jetzt, ne? Sehe sie noch nicht. Ja, hier. Was ist die Flamme hier? Ich mach meine Super. Schieße dir im Rücken. Ja. Schnell. Okay. Stark. Rauslassen. Achtung, ich brauch Hilfe. Au. Ich bin auch. Ja. Alles gut. Also wir haben hier. Meine Super steht noch da, ja. Bist du tot? Wer ist tot da? Ich bin tot, ja. Dankeschön. Oh. Ihr könnt euch wieder hochkommen für den Damage. Mhm. Auf die linke Seite wieder bei Tricks. Kannst du mich kurz reviven, Phil? Ja, ich bin unterwegs. Ich musste gerade noch mein Leben schützen. Danke. Mein Leben. Okay. Merci. Sagst du Bescheid, wenn die Platte an ist? Jo. Leuchtet dann. Jetzt können wir drauf. Oh, auf die nächste Platte. Alles gut? Ich kann mir noch jemand holen? Ja, natürlich. Perfekt. Oh, Damage machen. Sehen wir uns zurücklaufen. Muss laufen. Kann jemand Phil aufheben? Ich kann das machen. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich auch noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade. Okay, irgendwer hat's gemacht. Immer rechts. An der Seite, da ist jetzt linke Seite wieder wie Kästchen. Die halt wirklich einfach eine Stufe weggelassen haben. Alter, ich was zur Hölle? Oh mein Gott! Du bist nach unten geflogen. Was sind denn das für Dinger? Ja, ich glaube, das war das, was gerade gecrawlt wurde mit der Stufe. Oh, dieses miese Schwein. Aber ich glaube, wir haben keinen Rest mehr, oder? Ach, da hinten ist der Boss. Okay, ja, warte, ich doch zum kein Boss. Problem. Muss noch jemand wiederbelebt werden? Oh nein, ich sterbe. Nein. Ah. Was ist das? Oh nein, ich lebe, aber ich bin ganz runtergefallen. Du bist alleine oben. Okay. Ich komme. Gut. Okay, nee, das wird nix. Irgendjemand auf seinen Rücken schießen, wenn es geht? Ja. Klappt nicht so gut. Ich bin tot. Verdammt. Darfst du es ihn einmal zu stunnen, Phil? Oh, sofort. Kann mich jemand beleben?
Weil ich sie hier nur. Ich kann so nicht viel mehr. Jetzt hier. Holy. Das war's. Dies war zu viel. Ich renne doch schon, Freunde. Oh, nee. Also, das wird einfach von allen Seiten abgeschossen. Sehr viel. Ja. Sehr, sehr viel. Alter, 5 Millionen. Boah. Ich mache irgendwie diese Runde übelst wenig Schaden. Stark. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf welcher Position man auch ist. Ja, klar. Die erste Ebene schaffen wir easy. Die erste Ebene schaffen wir easy. Wenn wir die zweite Ebene, also wir könnten es sogar schaffen, dass wir den auf zwei Ebenen haben und dann müssen wir ihn nur noch runtermelden, ganz oben. Easy. Also wenn wir die zweite Platte schaffen, kann es gut möglich sein, dass wir ihn komplett schaffen. Easy. Ja, ich bin oben ein bisschen gerade verwirrt gewesen, wo ich hin muss. Also da muss ich erstmal mich orientieren. Und ja, alles gut, alles gut. Das fühle ich auch. Ich kann noch kurz warten. Ich kann noch kurz warten oben. Ja. Zeit haben wir. Seid ihr ready? Mhm. Yes, sir. Yes. Let's go. Oh, Double Spawn. Ich bin einfach einmal komplett falsch gelaufen. Aufmachen. Pop. Achtung, Gegner. Jetzt schon? Ja, ja. Oh. Kommen direkt nach dem ersten Stun, kommen die. Ich mach meine Super. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns so ein bisschen auf Gegner. Mit der Super. Und Boss. Dann rennen wir dem Boss wieder hinterher. Eieiei. Kannst du aufmachen? Warum ist dein Bildschirm so schwarz? Wenn du von den Motten getroffen wirst, oh, scheiße. Kriegst du durchdringende Dunkelheit. Wir müssen den stoppen, Hasel. Ja, ich renne. Alles gut, das ist Damage. Wir können uns wieder hier oben treffen, bei mir. Okay, dann müssen wir den echt nur einmal treffen. Okay. So, alle hier bei Tricks treffen. Diesmal lässt es auf der anderen Seite. Mein Gott, ich bin heavy. Zeig mir alles. Was müssen wir jetzt machen? Noch nicht zu früh. Kurz warten. Wieder über die Scheiben gleich. Alles gut, kurz warten. Na komm, wie lange dauert das? Ja, jetzt drauf. So. Auf die nächste drauf. Bei der Waffe rafft man gar nicht, wann der Schuss da ist. So, auf die nächste. Okay. Ich revive? Ich hab geschossen. Oh, schade, ich hab keinen guten Damage gemacht. Was ist? Was ist? Ich hab einfach deinen Kopf geschossen, Tim. Oh, sorry. Einfach auf deinen Kopf. Ich kann als erstes reinfüllen. Warte kurz. Nein! Oh, bitte! Schon wieder runtergeschubst. Ich hasse sie. Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch? Ist jetzt los? Los. So, okay. Hazel, schieß auf ihn. Ja. Hab. Notstand. Kannst du aufmachen? Dann kommen wieder Gegner. Ich hab meine Super bereit. Oh, wo sind die denn jetzt alle, die Gegner? Gleich. Nein, ich mach mir eine Super. Ich bin runtergefallen. Bist du tot? Nee, aber ich komm. Ich bin ganz sorry, Phil. Warte, hier sind Gegner. Bleib ganz kurz hier. Versuch ihn mal zu stunnen, eventuell. So, okay, wo ist er hin? Komm hinterher. Auf dem Kopf, auf dem Brustschien. Du musst mir. Nee, ich schaff's nicht raus. Wenig. Oder? Mach mal Tür komm raus, auf. Komm raus. Nee, ich schaff's nicht. Warte. Ich bin tot, Alter.
Oh mein Gott. Die kicken mich immer runter. Achso, das war der Wipe. Okay. Das war der Wipe. Ja. Warum wurden wir jetzt gewiped? Weil. Er vorne an der Säule war. Ach so, okay. Genau. Okay, aber das war schon besser. Mhm, das war wirklich gut. Step by step. Wie gesagt, wir haben auf der zweiten Plattform haben wir ein bisschen Zeit, bis wir starten, bis diese Soundcue kommt. Ich warte auch immer so lange. Dann habt ihr ein bisschen Zeit, nach oben zu kommen. Mhm. Und dann sollten wir das eigentlich schaffen. Ja, gut. Okay, wisst ihr schon, wie lange wir heute noch machen? Eigentlich ist die Zeit schon vorbei, also das liegt an euch. An euch jetzt. Genau. Ja, ich würde auf jeden Fall noch einen Versuch gerne mal. Ja, ich glaube, einen Versuch wäre noch gut, aber irgendwann müsste ich tatsächlich. Ja, gar kein Problem. Alles gut, alles gut. Das liegt an euch. Mhm. Wir versuchen das und schaffen das jetzt einfach. Okay, dann jetzt First Try. Ich kenne das Menü. Naja, First Try. Jeder ist noch ein Punkt-Menü? Ja, Moment, ich bin immer noch am Überlegen, weil ich habe jetzt keine Primärwaffe dabei gehabt. Mhm. Ach so. Ob das. Ja, weil das Kaltherz ist halt ein bisschen doof, dass das. Eine exotische Spezial, genau, dass das Spezialmunition hat, ne? Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil das ist eigentlich meine Lieblingswaffe, aber ich kann die eigentlich nicht benutzen. Hm. Nämlich doch wieder die Einsiedlerspinne. Hm. Aber ist eigentlich meine Lieblingswaffe. Meine auch. Ja. Mein, aber Banger. Dann, let's go, Kuchen. Dann. 2, 1, go! Auf geht's! Let's go! Let's go! Kannst du aufmachen? Mhm, komm. Warte, ich mach meine Super. Mehr Granaten. Shit, ey. Er kommt, wir müssen ihn aufhalten. Ja, meistens reicht, glaube ich, einmal. Das aufmachen. Mach das Ding auf! Oh, oh. Ich renn mal hin. Ich würde fast sagen, es ist besser, wenn einer sich nur um das Aufhalten von ihm kümmert und ihn vorne und hinten trifft und einer alles die Ads macht. Wir können uns wieder treffen für Damage. Diesmal oben rechts bei Shorty. So. Mhm. Alle hier sammeln. Mit den ganzen Motten da in der Luft, die können wir auch noch abschießen. Mhm. Und auf die Platten. Let's go! Eine solche Macht zu besitzen. Ja, das tut ihm weh. Ja, der kriegt einfach alles ab. Ah, das war zu viel. Wir haben den Damage schon geschafft. Was? Ja, was? Wir haben dem Boss zu viel Damage gemacht? Ja, der Boss hat eine Bossleiste. In der Bossleiste gibt es immer einen Teil, der leuchtet. Den müssen wir schaffen, aber wenn wir alle drei Platten mitmachen und bei der zweiten Plattform kurz vorher aufhören, können wir über diesen Balken hinaus. Das war gerade ein Schuss zu viel. Egal, einfach nach oben kommen. Ist ja ein bisschen frech. Du hast zu viel Schaden gemacht. Wir sind einfach zu gut. Bei mir kommen keine Gegner gerade. Freu dich doch. Ah, ich nehm's zurück. Uiu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 i
Oh mein Gott. Alter, wie soll das gehen, ey? Oh mein Gott. Ganz ehrlich. Oh. Nicht mehr rauslassen? Nee. Schade. Schade. Hätten wir es sogar geschafft. Ja. Okay. Eng. Also reicht es hier auch, wenn wir den nur einmal stunnen quasi? Zweimal, glaube ich, bei der zweiten. Ja. Okay. Eng. Gut, dann versuchen wir zweimal. Schaut, ihr wollt jetzt aufhören? Weil... Also wenn ihr alle noch eine machen würdet, dann mache ich auch noch eine, aber danach würde ich wirklich dann loslassen. Ja, yeah, okay. Alles klar, gar kein Problem. Classic. Fand ich, heißt es immer Last Eine Mal, letzte noch. Noch 20 Runden. Eine allerletzte. Nee, komm. Eine noch, aber dann ist gut. Das kenn ich von Bellerin, aber wie können wir denn überhaupt so zu viel Damage an dem gemacht haben? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Das finde ich auch ein bisschen frech, ehrlich gesagt. Ja. Echt so? Das hat mir keiner gesagt. Du sollst gut spielen, aber nicht super gut. Seid ihr ready? Ja. Dann auf ein letztes Let's Go. Oder ein letztes Let's. Kannst du aufmachen? Ich mach meine Super. Boah, die kippen nicht immer weg, ne? Das ist schlimm. Achso, du musst raus. Dann bist du schon. Oh Gott, ich hab so lange gewartet. Nee, geh nicht so rein. Wo sind die Zeichen? Aber zur linken Seite. Ja. Und Mitte müssen weiße Stück sein. Hallo? Kommen sonst raus. Geworden zu wie Darkness. Lass mich raus. Ist rechts drin. Ja. Oh Gott, ey. Zwei gab oder nur eins? Zwei. Eins muss raus noch. Ja. Ich raus. Was zum Fick? Wieso kommt der ein. Alter. Schade, Freunde. Oh, das ging schnell. Oh. Ey, aber einen Boss haben wir geschafft. Ey, den einen Boss haben wir geschafft. Mega cool. Aber auch hier merkt man den Progress. Also es dauert immer so seine, weiß ich nicht, 5-6 Partien, bis man so gecheckt hat, was man machen muss und, und dann auch diesen Flow hat. Das ich gesagt habe. Ja. Es hat viel Theorie, man erklärt viel, aber wenn man es dann macht, dann ist es gar nicht so viel. Aber es ist halt dann halt üben. Mhm. Learning by doing. Ganz locker. Ja. Ja, richtig, richtig cool. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall, ja. Absolut. Fall auch. Ihr seid einfach schön. Klingenden. Okay, Leute, dann vielen Dank, Phil, vielen Dank, Trix, fürs Erklären und Geduld haben. Und wir sehen uns wahrscheinlich, ich glaube schon nächsten Sonntag wieder. Nächsten Sonntag sehen wir uns, ja. Genau. Dann wird es auch nochmal richtig krass. Mittwoch. Ja, wir sind auch für 5 Stunden sogar. 5 Stunden. Das wird richtig krass. Finale. Freu mich. Form. Also sehr, sehr gut. Finale Form. Die Finale Einmal Form. Das Finale in der finalen Form. Ja, Mann. Jawohl. Genau so. Euch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke, auch gut. So. Tschüss, Leute. Ciao. So, Leute. Es ist natürlich auch nicht für mich so einfach, dann... Weil man ja auch sich immer dem kleinsten gemeinsamen Nenner anpassen muss. Und ja, aber trotzdem, ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht meine Waffe gefunden. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe noch nicht das Wohlfühlbild. Es ist noch zu, ich habe halt die Sniper Rifle und diese Katastrophal. Die Sniper und die Katastrophal sind halt beide so langsame, die machen zwar viel Damage, aber die sind halt nichts für den Dauerbeschuss. Nicht zwei solche Waffen. Ich hatte das Gefühl, der Granatlauncher, der war gut für mich, weil ich da habe ich so dieses Quake-Gefühl mit Splash-Damage arbeiten kann.
Aber den habe ich ja jetzt verwertet. Jetzt habe ich keinen keinen Granatwerfer mehr. Shotgun ist natürlich auch immer nett. Ich glaube, der Donnerlord war noch am besten. Aber dann könnte ich. Doch, Donnerlord könnte ich wieder benutzen. Ein Raid. Krogmeister, vielen Dank für den Raid. Hat direkt Feierabend gemacht, die Sau. Dankeschön, Krogi. Ich check hier noch gerade so ein bisschen mein Arsenal durch. Mitternacht ohne einen Namen. Dann müsste das erstmal testen alles. Aber... Ach, guck mal, ich kann mir hier so einen Titel aussuchen. Bist du zufrieden mit dem Loot? Ja, es geht so, ehrlich gesagt. Also da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da nicht alles irgendwas schief gegangen ist mit dem Loot. Weil ich hatte das Gefühl, das wurde zu schnell weggeklickt. Sagt ihr der Loot oder das Loot? Der Loot? Ich spiele ja in Ego-Shootern gerne Sniper. Nur ich habe das Gefühl, bei Destiny ist eine Sniper halt so, es kommen so viele Gegner, dass du, eine Sniper ist ja eher ein taktisches Gewehr. So, ich meine, klar, das sind schon hier so Fantasy-Snipern, die so richtig schnell lasermäßig ballern und so. Aber trotzdem habe ich, die Sniper habe ich ja jetzt zumindest bei den Raids auch kaum benutzt. Ja, da geht noch mehr auf jeden Fall, was das Equipment angeht. Du kannst Loot nicht bekommen, wenn du ihn... Ja gut, dann ist der krasseste... Also dann ist dieses Katastrophal die Waffe gewesen, die ich gedroppt habe. Die macht auch krass Damage. Also ich bin auch nicht unzufrieden mit der. Die hat auch echt richtig reingeballert. Aber... Also bei der Waffe war eher das Problem... dass man gar nicht gerafft hat, wann sie geschossen hat. Genau. Kann ich nicht einfach mal kurz irgendwo landen? Na, ich muss erst hier raus, glaube ich. Wie komme ich hier wieder raus? Aus dem Einsatztrupp. Ah, okay. Tricks hat mich rausgeladen. So, ich will einfach nur irgendwo hin, wo ich die Waffe mal testen kann. Das kann ich hier nicht irgendwie hin? Oh, Shorty hat auch geraidet. Danke, Shorty. Liebe Grüße. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ein super Team beim ersten Boss. Klar, die beste Lane gehabt. Danke für den Raid und danke fürs Mitzocken. Ach, hier muss ich hin, ne? So, gut. Ich will einfach nur mal die Waffen ausprobieren. Weil ich habe noch nicht die Wohlfühl-Gun gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Shorty, Krogi. Ich habe halt die Waffen genommen mit dem höchsten Wert. Aber du kannst ja theoretisch jede Waffe auf diesen Wert kriegen. So dass du dir eigentlich aussuchen kannst, mit welcher Waffe du spielst, solange sie sich gut anfühlt. Und da bin ich natürlich noch nicht durchs gesamte Destiny-Arsenal durch. Aber. Also, Kaltherz ist eigentlich schon so eine meiner Lieblingswaffen. Ah, hier kann man schießen. Guck. So. Und wenn man jetzt hier.
Das ist Kaltherz. Das ist halt wieder Shaft in Quake. Deshalb mag ich die so. Aber die verbraucht halt Munition. Und dann haben wir noch hier. Hier, da sieht man überhaupt kaum, wenn die schießt. Und vor allem, wenn du gedrückt hältst, nach einem Schuss macht die nichts mehr. Ne? Also ich halte jetzt hier gedrückt, die macht einen Schuss und dann macht die nichts mehr. Das heißt, du musst immer wieder neu drücken. Und im Schlachtengetümmel, also eigentlich, wenn du die Damage-Zahl aufploppen siehst, musst du dann wieder schießen. Aber es ist halt auch eine langsame Waffe, wie ihr seht. Ne? Die macht zwar viel Damage, aber ist in dem Sinne auch nicht viel schneller, sogar noch langsamer als die Sniper. Plus der Zoom von der Sniper ist so krass, dass wenn der Gegner hier, also wenn ich jetzt hier so, keine Ahnung, 2-3 Meter vom Gegner wegstehe und dann zoome, dann sehe ich schon den ganzen, also das ist schon echt krass. Jetzt habe ich keine Munition mehr, um die Waffe zu testen. Was haben wir denn hier noch? Donnerlord, das war die MG. Marsilion C. Ah, das ist ein Granatenwerfer. Guck. Vielleicht fast mehr ein Raketenwerfer als ein Granatenwerfer. Mann, jetzt ist hier schon wieder die Munition weg. Gibt es hier irgendwo Muni? Echt coole Hardware. Im Ernst? Huch. Kann man hier irgendwo... Gibt es hier irgendwo Munition? Sind so kleine Whispergeister oder so. Naja gut, ey, jetzt habe ich hier keine Munition. Das ist natürlich auch. Jetzt bin ich auf einer Map, wo ich Waffen schießen kann. Jetzt habe ich keine Munition zum Waffentesten. Gibt es hier nicht irgendwo so ein... Gibt es doch bestimmt irgendwas. Du warst schon überall, nicht wahr, Jäger? Mal hier irgendwo aufladen. Nein. Reiß mal in die Enklave, da hast du dauernd Munition. Was ist denn die Enklave? Wo sehe ich das? Turm? Nee. Thronwelt? Das hier? Traumwelt. Savatunas Traumwelt? Vorhaut? Nee, Vorhut. Thronwelt. Wo, ah, hier. Savatunas Thronwelt. Das hier. Das? Ich bin falsch? Ihr habt gesagt Thronwelt, das war Thronwelt. Das sieht aber nice aus hier. Das finde ich so geil bei Destiny, dass es so viele unterschiedliche Welten gibt, die irgendwie so riesig sind. Da
Das Patrouillensendersignal. Es ist verzerrt. Die Schar muss uns stören. Finch, kannst du das vielleicht beheben? Besser noch. Die Entschlüsselungscodes da drin. Damit kann ich euch ins Schargeistnetzwerk hacken. Also, ihr sagt, ich soll. Gebt ihn eins auf die Nuss. Nee, nicht die Ankunft. Okay, meine kleinen antisozialen Arthropoden. Hier spricht der erste Geist Imaru. Die Hexen sagen, dieses Ritual wäre empfänglich für nekrotische Echos. Dann links die Enklave. Ach, hier, da kann man auch nach links scrollen. Okay. Zu viele Tode und das Ding fliegt uns um die Ohren. Okay, jetzt hab ich's. Ich. Das ist aber auch riesig, das Spiel, ey. Da darf man sich nicht von abschrecken lassen, Leute. Wenn ihr jetzt überlegt, ey, Destiny... Das höre ich ganz oft von Leuten, die sagen, Destiny 2 sieht eigentlich geil aus, aber irgendwie traue ich mich nicht, da jetzt noch reinzusteigen. So geht es mir übrigens auch bei vielen Online-Spielen. Aber wie so oft muss man einfach diesen Leap of Faith machen und nicht den Anspruch haben, direkt am Anfang jeden Zentimeter des Spiels schon zu verstehen. So, und jetzt hier ganz runterrennen. Was ist hier? Das sieht alles so nice aus, ne? Relikt inaktiv. Was ist das? Guck, ich habe auch keinen Plan, aber es ist eine geile Idee, dass das immer hier so durchgeht. Hier kannst du Waffen craften. Damage dran machen. Ah, hier kriege ich immer wieder Waffen oder? Hier kriege ich immer wieder neue Munition oder wie? Und Damage testen. Ach, okay, das ist quasi eine Shooting Range hier. Jetzt raff ich's. 29.000. Warum macht der hier so wenig Schaden? Ist schon ganz nice, dieser Rocket Launcher hier. Ist das ein Rocket Launcher oder ein Grenade? Alter, guck mal, wie schnell der den nachlädt. Für mich ist das eher ein Raketen. Hat einen leichten Flugbogen, glaube ich. Das ist für mich trotzdem ein Raketenwerfer. Ganz geil eigentlich. Ja, und nochmal kurz den Splash-Damage-Radius testen. Also, wie nah kann ich zielen, um selber Damage zu nehmen? Hier oben sieht man's. Siehste? Nämlich aufpassen, wenn der Gegner nah dran ist. Hier ist schon Damage. Hier kriege ich schon Damage. Das ist schon ein relativ großer Splash. Kann ich hier Rocket Jumps machen? No. Also der gefällt mir schon ganz gut, der Granatenwerfer. Was haben wir hier? Mercato 45. Ziemlich stabil für ein Maschinengewehr. Ich muss kaum nach aimen. Aber ist es besser als unser Donnerlord? Das glaube ich nämlich nicht.
Oh, jetzt habe ich ihn gar nicht ausgerüstet. Exotisch. Ach so. Okay. Hey, Donnerlord ist krasser. Und er wird schneller, je länger man ballert, merke ich gerade. Okay, also Donnerlord ist schon mal richtig nice. So, dann hier im mittleren Slot, was ist risikoreich? Ach so, geht nicht, weil ich kann nur eine gelbe. Okay, ich will die mal testen. Risikoreich. Ja, das ist doch nicht risikoreich. Das ist risikoreich. Ja, ist natürlich sehr schnelles Geballer. Allerdings auch ganz schönes Recoil. Hier ist jetzt auch nur auf 1600. Hand in Hand, Schrotflinte. Ja, ich denke, hier kriegt man Munition. Jetzt. Okay, die kann nix. Was haben wir hier? Verderben von Chelchis. Die sieht ja nice aus. Die ist nicht schlecht. Kein Dauerfeuer, aber ziemlich schnell. Und ein großes Magazin. Das ist schon eine ganz gute Waffe hier. Für unendlich Schuss. Die finde ich nicht schlecht. Wie heißt die? Verderben von Chelchis. Die ist nicht so schlecht. Unendlich Schuss. Primärwaffe. Kann man mal im Auge behalten. Kalte, jetzt hatten wir schon. Gravitationslanz, okay. Ach, die kenne ich noch. Die habe ich auch viel gespielt. Die ist auch nice. Echt sehr ähnlich wie die davor. Ach, die geht schon ab. In diesem Burst-Mode. Macht hier 3500. Der ist schon ganz nice. Aber ist auch eine gelbe, ne? Gravitationslanze. Der zweite Schuss einer Salve verursacht großen Schaden. Hast du schon die Full-Auto-Option eingeschaltet? Was ist denn die Full-Auto-Option? Hasel! Wupp, wupp. Danke für den Raid. Ich teste hier gerade noch ein bisschen Waffen. Ich bin immer noch auf der Suche nach der geilsten Waffe. Danke fürs Mitspielen. Es hat super Spaß gemacht. Mir wurde jetzt hier noch der Tipp gegeben, was soll ich gucken? Auto-Option oder was? Vollautomatisches Feuern, meint ihr? An. Was macht das denn? Ach, krass. Okay, jetzt kann ich einfach gedrückt halten. Das ist ja richtig praktisch. Okay, jetzt muss ich auch die Dings nochmal testen. Die Katastrophal. Dadurch könnte die Katastrophal geiler sein. Ja. So ist die viel geiler. Jetzt muss ich nämlich nicht mehr darauf konzentrieren, wann ich den nächsten Schuss mache. Das war eben bei dem Kampf nämlich echt ein Problem, weil da war so viel Geballer und Action und Explosion. Und man sieht ja hier so in der Mitte, unterm Fadenkreuz, diese weißen Striche, die sich da so aufladen. Aber die habe ich überhaupt nicht mehr gesehen in der Hitze des Gefechts. Deshalb habe ich immer gedrückt, wenn die Damage zahlen und so, kann ich einfach gedrückt halten. 8, 16, 24, 32, das ist schon auch nice. Auch nice. Ah, man muss sich entscheiden. Gravitationslanzen finde ich geil. So, gucken wir mal hier oben. Bei dem Slot. Kinetikwaffen.
Weil da finde ich, ist irgendwie ein Scharfschützengewehr. Was ist denn mit so einem Scoutgewehr? Uneinigkeit. Auch nicht schlecht. Dennis, hau rein. Schön, dass du dabei warst. Finde ich auch nicht schlecht. Pam, pam, pam hat einen schönen... Ja, was haben wir hier? Uneinigkeit. Irukandji. Siebter Seraph-Karabiner. Okay, das ist noch krasser. Oder? Satrix, was geht ab? Finale Formstream wird Hammer, das call ich. Ja, ich habe auch schon Bock. Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt wieder richtig im Destiny-Modus. Ich muss nur noch richtig geile Waffen finden. Mitternacht ohne Namen. Auch nicht schlecht, aber auch sehr ähnlich. Erbfolge Psi Hermetik 5. Salven. Das ist halt auch jedes Mal eine Salve von 3000. Ne? Ist auch nicht schlecht. Die Waffen holen wir uns dann, okay. Was ist ein Meta-Waffe? Was ist denn hier die geilste Kinetic-Meta-Waffe? Ich will hier, ich will immer das Beste vom Besten. Ich will immer overpowered sein. Ich brauche hier richtig den geilen Scheiß. Ich will richtig, so, ich will so lächerlich overpowered sein, dass das Spiel eigentlich keinen Spaß mehr macht. Also dieses schon mal nicht, das kann ich euch schon sagen. Siebter Seraph, Widerstand von Jasmin. Bei Scouts ist zum Beispiel Explosivgeschoss gut. Boah, die ist ja auch. Alienwaffen sind so krass. Was für ein Zoom die hat. Ja, natürlich einen derben Rückstoß. Ist fast eine Railgun hier. Wenn man nicht zoomen müsste. Schau mal deine Exotics. Was meint ihr damit? Gelb? Ich habe nur 11 Exotics. Das ist das Problem. An die Arbeit. Jetzt wo bin ich jetzt gelandet. Exotische Waffen. Kinetisch. Was haben wir denn da? Ja, da habe ich nur diesen komischen Bogen. Glaseiskurve. Habe ich sogar nur eine? Sieht so aus, ne? Ich habe nur eine einzige gelbe Kinetikwaffe. Bei der Energiewaffe habe ich Kaltherz, Unbarmherzig, Gravitonlange, Risikoreich. Das war's. Und dann Powerwaffen habe ich den Donnerlord. Ich glaube, das war's auch schon. Ja. Drachenatem. Geil.
Was ist denn die bedingte Endgültigkeit? Das ist auf jeden Fall ein guter Name. Die bedingte Endgültigkeit. Wo ist sie? Da. Die ist geil, oder was? Bedingte Endgültigkeit. Parakausale Schrotkugeln. Bedingte Endgültigkeit. Das ist wie eine Playstation. Was geil. Rechts kommt Eis raus, links kommt Feuer raus. Waffenkosmetik. Was ist hier? Handschlag des Lügners. Habe ich gefunden. Ich finde es schade, dass man nur eine gelbe nehmen kann. Ich meine, ich verstehe natürlich das Overpower-Problem, aber man muss sich halt immer entscheiden. Und so ganz leuchtet es mir auch nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Warum? Warum nur eine gelbe? Warum kann ich nur eine geile Sache tragen? Guck mal in deinen Season Pass. Vielleicht kannst du Drachenatem rausziehen. Wo finde ich denn den Season Pass? Ich weiß gar nicht, ob ich den Season Pass habe. Was ist das hier? Saisonale Herausforderungen. Achso, das muss man sich... Was mache ich hier gerade? Habe ich das schon oder kriege ich das noch? Prämie abholen. Verteidiger 2. Und Prämie abholen. Was habe ich jetzt gekriegt? Effizienter Angler. Fange Fische während einer Angelgestelle. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in Destiny Fische gefangen zu haben. Aber schön, dass es geht. Na, jetzt habe ich, glaube ich, eins eingesammelt, ne? Oh, hier gibt es noch Stuff. Ah, ich habe tatsächlich den Drachenatem gekriegt. Lol. Das kriege ich alles. Ja, geil, gib mir den Loot. Das gehört alles mir? Das sagt ihr mir jetzt? Ach, das ist echt Geld, ne? Drachenatem. Gleich mal testen hier. Hä, die ist ja super läppsch.
eine Rakete und dann 10 Minuten nachladen? Das kann doch nicht sein. Okay. Oh. Ah, okay. Die macht halt richtig krassen Splash. Und dann glaube ich noch... Hier kann ich jetzt wieder nicht schießen. Okay, verstehe. Die haust du einfach in die Gegnermengen rein und dann ist da keine Gegnermenge mehr. Dreifach-Explosion. Und dann noch so... Okay, verstehe. Ist halt schön für Crowd-Control. Und dann guck, überall droppen noch die Dinger. Die aber natürlich random sind. Aber ist natürlich schon eine ganz nice Waffe. Raketen stoßen, brennen Treibstoff aus. Aber will man die halt statt dem Donnerlord, ne? Das ist halt die Frage. Ah gut, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder wie seht ihr das? Wenn wir hier die Einsiedlerspinne nehmen und dann hier... Was habe ich gesagt? Nehmen wir hier... Ich Erbfolge... War es Widerstand von Jasmin? Mitternacht ohne Namen war es, glaube ich, die geile, oder? Ich sag ja, bei Kinetic habe ich noch nicht meinen... Ich glaube, da geht noch mehr. Bei Kinetic... finde ich noch was, was ich geil finde. Das ist natürlich alles nicht schlecht, aber ist noch nicht so... Besuche Xur und hol dir Exotic Loot. Wie lange dauert das? Ich würde eigentlich Schluss machen. Wie lange geht Xur? Xur? Wo finde ich den Dude? Nessus. Achso. Da, Zielorte. Nessus. Und jetzt? Okay, ich komme. Satrix, warte. Ich joine dir. Wenn ich nochmal rausfinde, wie das geht. Da. Falsche Taste. Okay, Satrix. Führ mich zum Schotter. Was ist hier schon wieder für ein Kabelsalat? Cables. Okay. Ab zu Xur. Xur. Ich muss erstmal hier wieder...
Geil, da ist er. Hä, wieso kannst du dich so krass bewegen? Lass dir wohl mein Mate in Ruhe hier. Oh, keine. Ich hab keine Muni. Das ist ja geil. Ah, das ist er ja gar nicht. Wo ist er denn? Ich glaube, ah, da. Ja, jetzt sind wir sollten eigentlich wieder in Discord gehen, glaube ich. Warte mal, ich gehe auch mal in Discord wieder. Gehen wir in den gleichen wie eben. Kommst du da noch rein, Trix? Hallo? Hallöchen. Na, so sieht man sich wieder. So schnell geht es, ne? So, der Chat möchte, dass du das so willst. Ich habe nur gerade mit Stream zusammen ein Destiny reinkommen angeguckt. Sehr interessant. Und zwar müssen wir hier auf den Baum hoch. Okay. Ey, wieso kannst du dich so krass fortbewegen, so schnell? Weil ich ein Schwert habe. Es gibt Schwerter mit so einem speziellen Perk, wo du dich schneller nach vorne bewegen kannst. Ich kannst glaub, auch ich von hier hinten hoch. Schau mal. Hier bei mir. Ah. Genau. Dann müssen wir hier durch. Einmal durch den Busch. Und dann kannst du hier zu Xur gehen. Und bei dem kannst du dir dann Loot ausholen. Oder Loot holen. Ich bin ein Agent der Daddy Surus Regime. Wie kriege ich das umsonst oder kostet das was? Warte mal, ich muss ganz kurz gucken bei dir. Das kostet nicht? Bruchstücke. Du hast aber 73. Du kannst dir die Waffe auf jeden Fall leisten. Ist die gut, Surus Regime? Surus Regime ist okay. Na, du kann man auf jeden Fall spielen. Was ist denn von diesen Ausrüstungsgegenständen gut? Karnsteinarmbinden, Axiom Kriegsausrüstung und Graviton-Buße. Genau, also das Einzige, was du davon benutzen kannst, ist die Graviton-Buße. Das ist, wenn du den Pfeil spielst, also die Super, dann kannst du dich länger Invis machen, beziehungsweise besser unsichtbar machen. Also. Genau. Ist das random, was der anbietet, oder bietet der immer das hier an? Nee, das ist random, das ist jede Woche neu. Da kommt jede Woche, kommt er an einem Freitag an einem anderen Ort und dann kannst du dir bei dem Loot abstauben. Können wir von mir aus dann nächste Woche Sonntag gleich wieder machen. Und das Engramm wäre auch wieder irgendein random Gegenstand? Genau, das ist random. Mhm. Aber dafür brauchst du legendäre Bruchstücke. Wie das Einzige, man die? Was, wenn du jetzt in dein Inventar gehst und allen Schrott, den du nicht brauchst, kaputt machst. Davon kriegt man die? Davon kriegst du die. Du kriegst 3 pro Waffe. Beziehungsweise pro lilanes Ding. Ah, ich verstehe. Genau. Das geht ja eigentlich. Auch von Geistern, die ich zerlege? Ah, nee, Geister nicht, nee. Okay. Aber Geister kann. Habe ich eine Kiste, wo ich noch ganz viele Sachen gestort habe oder nicht? Wir können, wenn du möchtest, ganz kurz in die Halle der Champions. Vielleicht kannst du dir da noch was holen. Du möchtest, bringe ich dich da schnell hin. Da waren wir letzte Woche schon. Warte eine Sekunde. Was gibt es da? Das war da, wo wir letzte Woche waren. Da habe ich, kriege ich da wieder neue Sachen? Weil da habe ich das letzte Mal alles eingesammelt. Ich bin mir nicht sicher, aber wir können uns auch im Turm, du hast bestimmt noch was im Turm, was du dir holen kannst. Okay. Vielleicht bin ich hier, wenn du wieder zurückgehst. Let's go. Guck. Let's go, dann fliege ich mit dir schnell zum Turm. Ich will die Splitter nicht für diese Waffe ausgeben, wenn ich hier eh nicht spielen werde. Dafür sind mir die zu kostbar. Wie viele Waffen hast du immer so bei dir? Hast du alle Slots voll oder hast du nur ein oder zwei? Ich hab immer 6 Stück. Weil okay. Du kannst dir immer so Loadouts machen, die kannst du dann immer wechseln. Dann kannst du halt hier, wenn du PvE spielst, ich spiele ja mainly nur PvP, aber dann kannst du dann die immer direkt wechseln. Aber du kriegst halt auch wirklich für jede Mission kriegst du hier Schotter. Und
Hast du irgendwie eine Lagerkiste, wo du dann alles, was du gefunden hast, gesammelt hast oder sowas? Genau, du hast einen Tresor. Ah, der ist okay. Auf dem Turm. Da passen bis zu 600 Gegenstände rein. Ah, okay. Vielleicht habe ich gar keinen Shit in meinem Tresor. Genau. So, jetzt sind wir hier zusammen. Kannst du mal hier zu mir herkommen. Dann kannst du jetzt einmal hier erstmal zu dem Kryptarchen. Bei dem da bei mir. Dann kannst du ansprechen. Schauen wir doch mal, was wir uns mitgebracht haben. Engramme entschlüsseln, sagt er. Genau, da kannst du die drei Engramme entschlüsseln. Okay, neue Schuhe. Einfach durchklicken. Neue Helm und neuer Body. Genau, das kannst du eigentlich gleich alles vernichten. Dann hast du schon mal 9 plus gemacht. Ach, hier kann man sich auch neue Raumschiffe kaufen. Genau. So, die kann ich alle direkt wieder wegmachen. Die Rüstungsteile, ja, die kannst du direkt wegmachen. Oder sind die besser als meine? Woher weiß ich denn, ob die besser sind oder nicht? Du siehst es immer an den Stats. Gesamtstat. Unten steht Gesamt, zum Beispiel deine Beine haben gerade 70 und die neuen haben 51. Oh, das ist ja richtig weg mit dem Billokram hier. Hier habe ich 70. Ist 70 gut oder nicht? Was hast du? Auf meinen Beinen habe ich 88. Und auf deinem Körper? Im Körper habe ich 84. Aber du kannst halt auch immer Mods drauf machen, dann kriegst du plus 10. Und du kannst deine Sachen Meisterwerken, kriegst du nochmal auf jeden Stat, den du drauf hast, plus 2. Und das halt, wenn du ein bisschen gelootet hast, kriegst du dann ein bisschen Zeug dazu. Und umso mehr du dann farmst, umso höher kannst du dann gehen mit deinem Zeug. So, die habe ich neu gekriegt. Wirrnetzgriffe 54. Das braucht man nicht. Nee, das braucht man nicht. Kram, will ich mich gar nicht abgeben. Dann habe ich hier noch, der Helm ist 65, 50, 51. Oh mein Gott. Warte mal, zeig mir mal den Helm. Zu spät. Ja, das ist der, den ich gerade Streuhorn. Okay, alles gut. Du willst ja das Exotic, ne? Rüstung fahren wir dann zu Final Shape. Ja. So, und jetzt? Und dann hast du noch Umhänge? Achso, die soll ich auch alle wegmachen? Ja, Umhänge bringen dir nicht viel. Da sind alle eigentlich gleich stark. Außer du hast einen speziellen aus dem Dungeon, aber den haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Belastbarkeit plus 10. Energie 8, ja. Weg mit dem Schmodder. Na, jetzt haben wir bestimmt schon mal 30 gemacht davon. Dann hat mir mein Chat gerade gesagt, dass du eventuell gleich hier bei Ikora was holen kannst. Perfekt. Schau, pass auf, hier zeige ich dir nur ganz kurz. Hier ist dein Tresor. Das hier? Tresor das Ding, genau. Rechts komplett davon, genau. Leer. Ist komplett leer. Naja, ist leer, okay. Ja. Okay. Wie ein echt exotisches. Und dann können Tresor wir noch einmal schauen, dass wir zu Ikora gehen. Das ist hier in die Richtung. Vielleicht kannst du dir bei ihr noch was abholen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, Ikora ist nämlich die gute Dame hier. Und ich glaube, die leuchtet auch bei dir. Ja. Sprich sie einmal an. So. Kannst alles annehmen. So, und jetzt? Was ist hier? Stärke dein Licht, Leere, Solar. Und dann geh mal auf neues Lichtkits. Das kann ich nicht an. Mit Rechtsklick? Rechtsklick geht auch nicht? Doch. Jetzt habe ich hier 3 zur Auswahl. Nachtpirscher, Arkus, Akrobat oder Revolverheld. Hier steht empfohlen Revolverheld. Revolverheld war das, ne? Pat, ganz kurz. Müsste eigentlich. Die Waffe können aber Solarschuss aus dem Sprengkörper. Genau, dann kannst du den Revolverheld nehmen. Revolverheld ist eh der Beste. Aber ich. Also im Moment mein Favorit. Ist, glaube ich, schon ausgewählt. Oder nee, du musst länger gedrückt halten. Ach so, okay. Siehst du an den Balken unten. Ja. Oh, was hab ich jetzt? Jetzt habe ich Sachen gekriegt. Glut der Asche, Glut der Kohle, Glut der Fackeln.
Genau, und da kriegst du jetzt hier so neue Sachen für deine Super dazu. Genau, dann kannst du die Quest noch mitnehmen, alle. Ah, jetzt kann ich das hier quasi auswählen, genau. Ah, ich verstehe. Kannst dann in Destiny heißt es Build craften, du kannst ja dann super viele Builds bauen, wo gefühlt alle Ads vor dir explodieren und alles Mögliche. Mhm. Genau. Achso, ich habe jetzt hier die falsche Erbfolge, Einsiedlerspinne, Masilo, da kommt der. 1810. Ah, genau, deine Rüstung hat's wieder geändert. Du kannst deine, die ganze lilane Rüstung wieder reintun, genau. Das wegen diesem neuen Licht, weil du das ja geskippt hast. Okay. Genau. So, jetzt bist du wieder 1810. Ja. So, jetzt gehst du einmal mit der Pfeiltaste nach rechts. Ach so, in dem... Im Menü. Ja. Ah, du hast 130. Okay, jetzt kannst du dir das exotische Engramm bei Bur holen. Okay. Wollen wir dann noch einfliegen? Ja, das war, wo wir eben waren, ne? Das auf dem war, Baum, der Typ. Genau. Da fliegen wir jetzt hin. So. Das ist echt so krass, wie viele Welten und überall, wie groß das alles ist irgendwie. Das ist wirklich mega viel. Und jetzt musst du dir vorstellen, die haben, haben vor ein paar Seasons haben sie den Content Vault erstellt. Das heißt, sie haben Content rausgepackt, um neuen Content reinzubringen. Und das war schon viel. Und jetzt gibt es immer noch so viel. Das heißt, als neuer Spieler wirst du halt wirklich overwhelmed von Content. Das halt denn... Also ein Destiny 3 geben oder war es das mit Destiny dann nach dem DLC? Weiß man da schon was? Das weiß noch niemand. Es geht jetzt erstmal mit dem DLC weiter und dann hier mit den Seasons, also Echos. Und dann ist alles, steht alles noch in den Sternen. Und der DLC ist dann für euch Hardcore-Destiny-Spieler aber jetzt auf jeden Fall so, da wartet ihr jetzt alle schon drauf, ne? Das ist jetzt ja, natürlich. Wirklich neue... Dir vorstellen, wir spielen halt wirklich viel Destiny und irgendwann geht uns der Content aus und dann ist es halt wirklich immer ein Zuckerschlecken, wenn dann neuer Content dazukommt, ne? Mhm. Ja, glaube ich. So habe ich ja mit Elden Ring oder so zum Beispiel auch. Mhm. Da den DLC kommt, ist der Hype wirklich groß. So, wenn du, warte mal, by the way, wenn du Tab und E drückst, glaube ich, dann kannst du dir deinen Sparrow rufen, mit dem kannst du dann auch cruisen, ne? Mhm. Genau. Oh, jetzt springen wir dann nochmal hoch, gehen wir den einfachen Weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also du kannst ja auf jeden Fall jetzt das Engramm holen bei dem. Mhm. Er ist denn tot? Ah, nee, das ist nicht Xur. Xur steht hier. Hier kannst du, da konntest du dir nur was angucken. Genau. So, jetzt kaufe ich das hier, ne? Exotisches Engramm. Genau. Und es ist, oh, ein Helm. Ein Helm? Feindfinder. Der gute alte Feindfinder. Der ist, den kannst du, wenn du... Gut, ja, der ist besser als meiner. Aber genau, der ist der, dann kann ich die Handschlag des Lügners nicht mehr benutzen. Genau, dafür brauchst du dann wieder neue Arme. Mobilität. Erhöht Waffenschaden, nachdem du einem Ziel mit einer Fähigkeit Schaden zugefügt hast. Mhm. Genau. Ist nicht schlecht, aber... Dafür müsste ich meinen 72er Arm hergeben. Und ich habe nur einen 49er. Dafür musst du ein bisschen, dafür würde ich eher ein bisschen looten. Es kommt jetzt auf deine Zeit drauf an. Wir können gerne noch irgendwas kurz machen. Wie du möchtest. Ich bin schon so müde. Ich würde jetzt echt Feierabend machen. Okay, aber wir können das gerne irgendwie die Tage nochmal oder so machen. Also nochmal so einfach nur für die Session, für die 5-Stunden-Session nochmal ein bisschen looten. Und ja, wenn du möchtest, das können wir gerne die Woche machen. Ich bin dafür down. Ja. Dann hole ich mir noch einen guten Mate von mir, dann rasen wir da überall durch.
Und machen alles, was du brauchst. So eine Mission, ja, wie das letzte Mal, wo du die Sniper bekommen hast. Das wäre doch nice, ey. Wenn du über Discord dann schreibst, dann können wir das machen. Okay. Ja, cooles Angebot. Würde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen. Ja, auf jeden Fall. Dann können wir uns gut vorbereiten. Ja. Und dann wird Sonntag eh mega. Das wird so geil. Ich habe richtig Bock. Mhm. Was machen wir am Sonntag? Was kann denn 5 Stunden dauern? Also, es kommt ja jetzt am Dienstag kommt ja eine neue Erweiterung. Das bedeutet, es kommt eine komplett neue Story dazu und so gesagt geht die Story unserer Hüter zu Ende. Beziehungsweise die finale Story davon und die werden wir dann spielen. Und okay, ich denke mal, das ist dann einfach normaler Story-Content. Mhm. Genau. Den werden wir dann machen. Aber wir können auch gerne, also dann uns ein bisschen Challenge machen und die Story auf legendär machen. Das ist dann ungefähr wie der Raid, in dem wir gerade waren. Da fliegt man dann schon gerne mal rum. Kriegt man dann geileren Scheiß dann auch? Dann kriegt man auf jeden Fall geileren Scheiß. Ja, dann, ich bin immer für Maximum Loot. So, einmal diesen Raketen, diesen geilen Raketenwerfer nochmal hier auf irgendwas schießen. Der Raketenwerfer ist Bombe, by the way. Also, hier unten kannst du eventuell Loot rausbekommen aus der Kiste. Ich weiß nicht, ob da für dich Loot rauskommt. Ich glaub's nicht. Nee, nur so. Schade. Standardwährung. Von der ich mittlerweile auch so viel hab, weil ich da irgendwie nie ausgegeben hab. Das geht alles weg jetzt auch ab nächster Woche. Da gibt's dann alles neuen Stuff. Müssen wir uns dann eh anschauen. Ich werde dann unter der Woche, werde ich auf jeden Fall eh noch die Story spielen. Damit ich euch da ein bisschen durchleiten kann. Und dann machen wir da Vollgas, aber Mittwoch, Donnerstag, mir ist das eigentlich egal, Freitag, können wir dann looten gehen. Ja. Ich hab Bock auf jeden Fall. Ey, dieser Raketenwerfer ist echt... Der ist Hammer, ja. Das ist echt krass, das ist, du zündest den einmal und dann schießt der von alleine quasi noch 5-mal. Mhm. Brauchst du dann eine riesige Ad-Welle, dann geht das richtig ab. Ja. Ich hab ja auch die Granatenwerfer und alles. Das ist alles, was explodiert. Alles, was Bumm macht, ist gut. Ja, exakt. Na gut. Na gut. Trix, vielen Dank fürs Helfen nochmal jetzt so kurz. Nicht dafür. Ich und wir quatschen. Weiter. Ja, also alles cool. Gut. Achtung, an alle. Wie ist dein Streaming-Name? Ich schicke dir jetzt einen Raid. Och man, das ist süß von dir. Saytrix unterstrich ist mein Streaming-Name. Okay, alles klar. Dann wünsche dir noch einen schönen Restsonntag und wir hören uns. Dir auch. Ja? Und schreib in Discord gerne, ich bin da. Mach ich. Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao, schönen Abend noch. Ebenso, tschüss. Bye. So, jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Das ist dieses klassische einen noch. Eine Sache noch. Es ist immer geil, wenn man solche Spiele spielt und jemanden hat, der richtig Peil davon hat. Normalerweise habt ihr mich. Aber manchmal brauche auch ich nochmal Rat. Rat. Wieso höre ich mich selbst? Halt die Fresse. Ede fehlbar? Nein, so würde ich das jetzt auch nicht nennen. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier mit dem Raid hinkriege. Achso, jetzt mache ich erstmal. Das war es jetzt erstmal mit Destiny 2 für heute. Hier nochmal ein paar Facts zum Spiel. Also das, was wir jetzt beim letzten Mal und heute gesehen haben, das war ja nur das Inhaltsupdate, nennt sich das. Die finale Form, so quasi, ich würde das übersetzen mit einem Patch, mit einem Content-Patch. Und jetzt am 4. Juni, also übermorgen, erscheint die finale Form, the final Form, der neue riesengroße Destiny 2 DLC, wo die ganze Community schon drauf wartet und laut den Gerüchten, die man so hört, auch wahrscheinlich das Ende, also sowohl storytechnisch als auch DLC-technisch, korrigiert mich Chat, wenn ich Scheiße laber, aber das ist wahrscheinlich das letzte große Ding für Destiny 2, oder? Also, man weiß es vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ein dickes Release. Jetzt am 4. Juni, wer weiß, was Bungie dann machen wird. Und ja, checkt es auf jeden Fall ab. Ich
ich habe leider so ein bisschen den Faden verloren. Ich habe Destiny 1 habe ich ein bisschen gespielt, nicht so viel, aber Destiny 2 habe ich dann ziemlich gesuchtet, als es rauskam. Noch ohne die ganzen Add-ons und Patches und so weiter. Und wie es so oft ist bei solchen Spielen, die verändern sich natürlich dann auch nochmal sehr. Aber ich habe da echt eine gute Zeit mit gehabt. Was mir halt an Destiny so geil gefällt, ist das Gunplay. Also man hat es ja auch eben gesehen, die verschiedenen Waffen, und es ist alles so schön präzise. Egal, ob das so Splash-Damage-Waffen sind, also wo man dann wirklich das Gefühl hat, okay, ich weiß genau, warum die Gegner jetzt wegfliegen, weil ich genau dahin getroffen habe. Es ist sehr präzise, ob du aufs Bein schießt, auf den Kopf, auf die Schulter oder so. Das Trefferfeedback ist super. Und die Waffen sind alle komplett unterschiedlich, die Builds sind unterschiedlich, also man kann da echt so unterschiedliche Ideen verwirklichen, und das macht einfach schon eine Menge Laune. Und man hat es jetzt heute auch, glaube ich, beim Raid gesehen, man muss sich halt richtig gut absprechen, wie man das auch so von MMORPGs oder so kennt. Man muss eine gute Kommunikation haben, man muss eine gute Taktik haben, jeder muss irgendwie seinen Beitrag eben liefern, damit es am Ende erfolgreich ist. Und das finde ich irgendwie ganz, das macht irgendwie Bock, weil man ärgert sich natürlich, wenn man selber einen Fehler macht, weil man will nicht derjenige sein, weswegen irgendwie dann was nicht klappt. Man ärgert sich natürlich auch, wenn andere dann ihren Beitrag nicht geleistet haben, aber umso mehr, es war richtig nice, als wir vorhin den Boss gelegt haben. Und man hat dann auch richtig so diesen Flow gehabt. Am Ende brauchte ich auch gar keine Ansagen mehr. Am Ende wusste ich genau, okay, jetzt müssen wir die Bubble holen, in die Bubble stellen, Damage machen, dann wieder die Ads killen und so weiter. Also am Ende habe ich so richtig so ein Gefühl gekriegt. Und das hat dann schon richtig Bock gemacht. Am Anfang ist immer so ein bisschen Überforderung. Ist ganz normal, glaube ich. Gerade bei so einem Raid oder bei so einem Spiel wie Destiny 2, was es auch schon so lange gibt und so. Am Anfang ist immer erstmal ein bisschen Überforderung, man wird erschlagen, es gibt so viel Kram und so, wo fange ich an? Aber wenn man sich drauf einlässt, wird man echt mit einem der besten Multiplayer-Shooter, würde ich sagen, überhaupt belohnt. Ich meine, das sind die Leute, die Halo gemacht haben, und die haben das schon drauf. Also das muss man schon sagen, das ist echt nice. Zwei Daumen hoch. Zwei Daumen hoch. Am Sonntag spätestens geht's weiter mit unserem 5-Stunden Stream zum neuen DLC. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne Tipps, Tricks, Waffen, Vorschläge, whatever in die Comments schreiben. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Destiny 2, Leute.